Wunderschönen guten Abend bei unserem Pfälzer Stammtisch. Wie immer ist die Schalitze mit am Start, unser altes Fahrradl. Und heute haben wir noch einen Special Guest, nämlich unsere Agi, die prädestiniert für unser heutiges Thema ist. Die Agi kennt ihr vielleicht schon aus dem vergangenen Podcast. Da ging es um unsere Freundschaft und wie lange die Agi und ich uns schon kennen. Genau. Und unser heutiges Thema ist ein Thema, wo ich sage, also ich persönlich der Meinung bin, dass es mit Sicherheit 80 bis 90% der Bevölkerung betrifft. Und zwar geht es um das Thema Essstörung. Und das Thema Essstörung kann ja mannigfaltig sein. Also das eine, was viele kennen, ist das Thema Magersucht oder Bulimie. Das ist ja so am häufigsten. Auch das Thema Fettleibigkeit ist ja oft im Gespräch. Aber es geht ja auch einfach darum, meiner Meinung nach, dass Essen passt. Also ich würde jetzt sagen, alles, aber bestimmt zu 80% ist das Essverhalten mit der Psyche verknüpft. Und für jeden ist das Thema ein anderes Thema. Manchen sieht man es auch einfach gar nicht an, dass sie da eine Störung haben. Aber deswegen sind wir heute hier, um darüber zu sprechen. Und ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf und würde sagen, ich übergebe auch direkt mal an unseren Gast, an die Agi. Agilei. Ja. Ja, also mir fällt jetzt nur ergänzend ein, dass man eigentlich fast nie sieht, ob Menschen betroffen von Essstörungen sind. Ja, stimmt. Außer du kannst sagen, okay, jemand ist extrem untergewichtig oder extrem übergewichtig, hat oft mit dem Thema zu tun, muss aber nicht, kann natürlich auch andere Ursachen haben. Das ist aber so ein offensichtliches Ding, aber sonst sieht man es eigentlich nie. Außer man hat es selber, dann erkennt man sich untereinander. Das ist Das auch stimmt. So ein typisches Phänomen. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, genau, wie du sagst, man erkennt es selber auch unter sich oder man erkennt es vielleicht auch, wenn man mit Menschen zu tun hat, Menschen beobachtet. Also beobachtet, was sie reden, was sie erzählen, was sind die Dinge, die sie belasten, die typisch, oder wie ist auch das Essverhalten, also wie isst jemand? Ich finde, man sieht auch wirklich an der Art und Weise, wie jemand isst, kann man auch viel schon sehen irgendwo, ne? Ja. Ich fühle mich so angesprochen. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Agi, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch mal kurz vorstellen, falls jemand den anderen Podcast verpasst hat. Kannst du ja mal kurz sagen, wer du bist und warum das Thema für dich, also warum du prädestiniert für dieses Thema bist. Ja, ist halt so die Frage, wie prädestiniert ich für das Thema bin. Aber ich bin die Agi, ich lebe in Leipzig, wir kennen uns seit Kindheit. ja, mein Thema mit dem Essverhalten, Essstörung hat mich halt begleitet seit, na, ich würde sagen, meinem 17. Lebensjahr. Ich bin jetzt 40, also ja, schon die Hälfte meines Lebens, über die Hälfte meines Lebens. Und ja, also ich denke mal, das wird so ein stetiger Begleiter auch bleiben. Ja, das erstmal so. Alles interessant, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich heute Morgen drüber nachgedacht, wie lange mir, also ab wann ich das, also ab wann das so ein Thema war, wo ich davon wusste. Und ich war mir echt nicht mehr sicher, wann das bei dir angefangen hat. Aber ich dachte sogar, es wäre früher gewesen. Also ich dachte, es war so zwischen 14 und 16. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon eine lange Weile, wo dich das ganze Thema beschäftigt, das stimmt. Aber die Shalima kann ja vielleicht auch mal was dazu sagen. Ja, also, deswegen habe ich ja vorhin so gelacht. Ja, wir hatten es, glaube ich, mal darüber, gell, Jenny, so. Also, ja, ich, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe auch, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass ich eine Essstörung habe. Ich habe es jetzt vielleicht nicht so, dass ich mich jetzt übergeben muss, so, ne, das sind ja die Dinge, die man dann sieht, was die Agi dann gesagt hat, das siehst du ja dann, aber ich habe schon irgendwo einen Knacks ab mit dem Essen, also, und es ging in meiner Kindheit schon los, das habe ich mit der Jenny irgendwann mal aufgearbeitet, wo mir dann eingefallen ist, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wo kommt es her bei mir mit dieser Hassliebe zu Essen. Und ich habe es immer aufs Tanzen geschoben, aber es kommt gar nicht aus dem Tanzen. Ich weiß noch, ich war beim Kinderarzt, das habe ich ja Jenny erzählt. Und die Kinderärztin, ich habe die geliebt, aber die war halt auch schon etwas älter.
und so ein bisschen schroffer, ja. Und die hat damals zu mir gesagt, du hast 3 Kilo zu viel. Das ist mir dann eingefallen, 3 Kilo. Deswegen, ich weiß auch noch ganz genau, 3 Kilo. 3 Kilo zu viel. Und ich habe gern, ja, ich bin halt auch in den 90er groß geworden, ja, wo wir schon drüber gesprochen haben, ob da das Essen jetzt immer gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Und dann habe ich halt so gern, ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Hochzeitsnudeln? Mhm. Die Bandnudeln? Ja. Und dann braune Soße dazu. Hätte ich tagelang essen können, weil meine Oma das so gut gemacht hat, ja. Und ich weiß, dass ich das gern gegessen habe. Und die hat dann zu mir gesagt, weil die das wusste, und das finde ich auch in meinem heutigen Leben immer noch so schlimm, dass die Leute mir immer Sachen dann so in den Kopf werfen, die treffen mich dann so, ne? So wie die hat zum Beispiel gesagt, du hast 3 Kilo zu viel, du musst ein bisschen weniger Soße mit Nudeln von der Oma essen. Und das machen die Leute heute auch, ne? So, dass jemand dir einen Vorwurf macht, weil er was über dich weiß, ne? Also die schlagen dich dann mit dem, was sie über dich wissen, so. Und das ist so, das hat mir dann letztens so wirklich so eine Erleuchtung gebracht, also letztens jetzt vielleicht ein Jahr. Und ja, ich würde auch sagen, dieses dünn sein ist schon immer in meinem Kopf durch dieses Tanzen belastet. Ich war immer klein und nicht die dünnste jetzt. Ich war vielleicht für heutzutage ganz normal. Damals war ich einfach ein dickes Kind. Aber man muss ja auch sagen, ich bin Kate Moss, Nicole Richie, wie heißen denn die? Paris Hilton, das sind die Leute, mit denen ich groß geworden bin, plus meine Balletttänzerkarriere dann, die ich mein Leben lang mitgemacht habe. Und ich war halt leider Gottes nie 1,75 und habe keine 40 Kilo oder 50 Kilo gewogen, sondern ich war nur 1,48 und habe dann, wie ich alt oder wie ich eine Frau geworden bin, halt über 50 Kilo gewogen, was in meinem Fall dann zu viel war. Ja, ja. Jetzt bin ich älter, ich sehe es ein bisschen anders, aber ich merke, dass ich habe gerade so eine Phase, wo ich jetzt relativ schlank bin und über 13 Kilo jetzt verloren habe, aber jetzt ist es so, also ich bin irgendwie happy. Der Angelo hat dann auch gesagt, nur nochmal zu den Wesenszügen, der Angelo sagt immer zu mir, ja, du hast, also irgendwo, man glaubt mir, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das weniger wird, aber dann stehe ich halt vorm Spiegel und sage, ah, guck mal, und ich habe jetzt da keinen Speck mehr und guck mal, da ist jetzt, also es ist schon irgendwo ein bisschen krank. Also ich sage ja auch immer, mit einem Finger bin ich schon irgendwo Richtung Magersucht. Ich kann schon, also ich muss jetzt nicht, ich kann mich nicht übergeben, das kann ich aber auch hier auch ehrlich zugeben. Ich habe es in meinen früheren Jahren auch schon probiert, das kann ich irgendwie nicht. Ich habe auch da eine Phobie, deswegen wäre das für mich nicht schlimm. Aber ich habe irgendwo, ja, so eine Hassliebe zu essen. Also ja, wenn ich mir mal McDonald's esse oder so, kann ich euch sagen, habe ich danach direkt ein schlechtes Gewissen. Und währenddem ich reinbeiß. Also erst ist so, boah, cool, ne? So, ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Mc's esse. Boah, cool, jetzt sind wir mal wieder bei Mc's. Ich esse jetzt auch mal McDonald's. Und dann, weißt du, so kommt das Essen zum Mund und dann merke ich schon so, oh, gut, aber ich esse es dann, ja, aber. Und da merkst du ja schon, dass da was nicht richtig läuft. Ja. Oder nicht so. Naja, die Frage ist halt normal. Ein bisschen, wie sehr belastet es einen, ne, das Thema, oder ja, was für Funktionen hat ja auch irgendwie diese Essstörung, ne? Also ja, ich meine, Jenny, du meintest gerade so von wegen vielleicht mit 14 oder was, ja, na klar, wenn ich so zurückdenke, ich war dann auch so Teenager-Kind, viel allein zu Hause, war ein bisschen pummeliger, mich haben eigentlich Typen eher so als Kumpel immer gesehen und das war auch so ein bisschen, also mein erster Auslöser tatsächlich damals so in Richtung eher Magersucht war halt so eine Beziehung, die so gescheitert ist, also so ein Liebes, ich war halt so verknallt und dann hat mich derjenige so fallen gelassen, wie so eine heiße Kartoffel, ne, und ich war wirklich fertig und konnte nicht essen. Also es war eher so, dass ich nicht essen konnte, weil das emotional ging es mir schlecht. Also so war es damals bei mir mit 17. Da ging es mir irgendwie so emotional schlecht, dass ich Essen noch nicht mal riechen konnte. Und dann konnte ich eine Woche lang irgendwie nichts zu mir nehmen. Also es war richtig schwierig und mir ging es auch nicht gut dabei. Also es war ja auch kein Ziel davon, nichts zu essen. Es war nur einfach so, dass ich nach dieser Woche irgendwie festgestellt habe, krass, wie viel ich abgenommen habe. So, das war ja dann so ein erster Purzelbaum irgendwie nach unten. Und dann dachte ich mir so irgendwie, ich kann es auch gar nicht mehr, ich kann es nur so gedanklich rekapitulieren, dass ich dachte,
Ach, die willst du jetzt aber nicht mehr drauf. Also ich war glücklich, dass ich wieder essen konnte, so emotional stabilisiert ein bisschen, so durch Freunde auch viele, die mir geholfen haben, für mich da waren in der Zeit, weil es mir echt emotional schlecht ging. Und dann hatte ich aber irgendwie so diesen Gedanken, also bei mir war das richtig krass, der erste Gedanke, war, wie ich da reingerutscht bin, war wirklich so, ich will das nicht mehr drauf haben. Und es war auch ein Rachegedanke. Ich dachte mir, jetzt werde ich so gut aussehen, weil ich habe dann nämlich auch die ersten Komplimente, ne? Das ist ja dann auch so, oh, du hast irgendwie abgenommen. So, das merken dann die Leute direkt. Und da habe ich gedacht, so, jetzt beweise ich es dir, ich werde so gut aussehen, du wirst so richtig pissig sein, dass du mich hast fallen lassen. Also ich hatte so einen richtigen, das war eine Aktion, eigentlich so ein Plan. Also ich habe wirklich geplant, jetzt geht's los. Also es war total krank eigentlich, ne? Also es war so wie so eine Art, ja, also ich habe wirklich so einen Entschluss gefasst, abzunehmen irgendwie, ne? Also um irgendwas zu beweisen. Am Ende war es aber wirklich ein absoluter Gegenläufer, weil ich weiß, das war wirklich so, dass immer mehr Jungs mich interessant fanden, Teenageralter, ne? Ist halt so. Also älterer Teenie ja schon fast erwachsen, aber ist ja auch egal, ne? Die Zeit. Und dann hat sich das bei mir komplett umgedreht, weil jeder Typ, der mich auf einmal attraktiv fand, den habe ich verabscheut, weil ich dachte, du hast mich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt und jetzt kommst du an. Und dadurch habe ich noch mehr Selbstekel gekriegt und habe halt noch mehr abgenommen. Also es war eigentlich mehr so, das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich mich schöner fand, sondern ich fand mich eigentlich immer schlimmer, also immer hässlicher. Und dadurch noch weniger wollte ich dann zu, also ich wollte dann noch weniger werden. Also es war irgendwie so ein ganz. Also so wie es angefangen hat, ne, und im Nachhinein, wenn ich mir halt so mein Leben angucke, war es für mich immer wichtig, eine Kontrolle zu haben irgendwie, ne? Also viele Sachen waren mir zu anstrengend, die Emotionslagen, die ich hatte, durchlebt habe. Und das ist eh so mein Motiv auch für diese ganze Essstörung, warum die bei mir in so eine, sage ich mal, in so eine Magersucht mehr abgedriftet ist, in so ein repressives Essverhalten, weil ich halt immer so kontrollbedürftig war. Irgendwie haben mir meine Emotionen so viel Angst gemacht. Also jede Art von Sucht ist ja eine Beschäftigung. Damit kann man halt alles andere so schön unter Teppich halten. Ne? Man ist ja den ganzen Tag beschäftigt mit, Ja. was esse ich nicht, wie viele Kalorien hat das? Also man kann sich damit ja den ganzen Tag versüßen. Ne? Da muss man sich mit dem ganzen anderen Rotz nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube, ne, wenn man dann irgendwie, ja, also wenn es zu viel überhand nimmt, dann wird es halt die Ja, Störung. aber ja, ich habe auch mal über Kontrolle habe ich bei mir auch schon nachgedacht. Und das spielt irgendwie auch eine Rolle, ein bisschen irgendwo, weil das ist gerade so das Einzige, was ich für mich persönlich kontrollieren kann. Das ist das Einzige, wo ich weiß, ja, okay, gut, wenn ich das jetzt so mache, dann weißt du, ich kann das, also ich kann das essen und das essen, es passiert. Also weißt du, so, es ist schon ein bisschen, ich muss wirklich, also bei mir ist es echt so, ich muss wirklich aufpassen. Wie gesagt, also erstmal bewusst wurde mir es, wo der Angelo zu mir gesagt hat, du lügst, wenn du doch ehrlich bist, lügst du doch. Dann habe ich habe es erst gar nicht gewusst, was er jetzt von mir will. Und dann hat er gesagt, ja, du lügst mich doch an, weil auf der einen Seite machst du immer so, als hättest du Angst, aber auf der anderen Seite fühlst du dich doch toll, dass du jetzt so aussiehst und guckst doch immer im Spiegel und so. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, also wenn ich ehrlich zu mir bin, ganz Unrecht hat er da jetzt vielleicht auch nicht. Aber was bei mir jetzt halt noch so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch aktuell, was jetzt ganz furchtbar für mich ist, jetzt kommt jeder mit diesem, weil, weißt du, vorher war es bei mir halt auch so, wenn wir über, ich bin in einer männerdominierten Arbeit, ja, also bei mir ist ein, kannst du an der Hand abzählen, wie Frauen da sind, so. Und das Ding ist, du hörst ja, was die erzählen und wen die toll finden, nicht, dass ich denen unbedingt gefallen will, aber ich war auch immer so jemand, ich bin halt auch eine spezielle Sorte Frau, würde ich mal behaupten, weißt du, so im Sinne von, ja, da hat sie mal rote Haare gehabt, dann musste immer den Lippenstift, das mag jetzt vielleicht auch nicht jedermann und dann bin ich auch noch klein und das ist nicht jedem sein Geschmack, so sage ich mal, obwohl, wo Geschmack ist halt Geschmack, das kann man eh nie beeinflussen, aber für mich damals war das so. Und dann hörst du ja, oder immer noch manchmal, dann hörst du ja, was die erzählen. Und ich denke dann immer, ja, ich will auch mal, dass jemand so
Also die reden ja manchmal, ah, wie schön dünn die ist, guck mal, und die hat voll lange Beine und das. Eigentlich so vom Kopf her, muss ich ja ehrlich zugeben, denke ich mir immer so, oh Gott, jo, lass die auch mal noch 10 Jahre älter werden, ne? Dann sehen die auch nicht besser aus. Aber auf der anderen Seite, innerlich beschäftigt mich das schon, wo ich denke, ja, warum redet der? Ich will auch mal, dass jemand über mich redet. So ein bisschen ähnlich so wie bei dir, weißt du, weil ich bin auch so jemand, die sind alle befreundet mit mir, alle finden mich cool und lachen und weißt du, ich bin dann auch immer direkt, knall denen mal was vor der Latz, ja, und dann ist wieder gut. Besser als so hintenrum zu lästern. Und dann jetzt sagen die auch tatsächlich zu mir letztens, das hat mich wirklich echt getroffen. Also langsam siehst du aus wie ein Junge. Was für ein Boah. Quatsch, Und das fand ehrlich. ich so schlimm. Also ja, Also, wenn jetzt, ja, da ich muss ich sehe jetzt jetzt auch mal nicht kurz was richtig aus. sagen. Also, Ja, ich aber. finde es sowas von anmaßend, dass andere Menschen das Bedürfnis haben, andere Menschen wiederum zu beurteilen nach ihrem Äußeren. Ja. Aber noch krasser ist es ja, dass sie das überhaupt, diese Anmaßung, dir das zu sagen, das ist da, also, das ist Hammer. Also, ich Ja, weiß aber nicht, der was. Witz ist, ich habe dann gesagt, du hör mal zu, vorher war ich 15, 13, 15 Kilo mehr, da war ich pummelig. Jetzt bin ich weniger, jetzt bin ich ein Mann. Also was jetzt mache? Ah nee, also ich habe dich ja nie, also ich fand dich schon immer toll, wo ich mir so denke, ja, also weißt du so. Ja, naja, das ist halt, ne, man Ja, kann weißt du, eh da denk ich, das was ist halt anderes ganz komisch. Da denke ich mir so, komm, lass gut sein. einfach. Ja. Also ich würde einfach auch mal sagen, das Ding ist, es ist natürlich auch alles irgendwo eine Veranlagung, ne? Also zum Beispiel ist ja einfach nachweislich, wenn eine Person Stress hat oder wie die Agi gesagt hat, emotionalen Stress, der eine kann nichts mehr essen, so wie die Agi das gesagt hat, der andere hat vielleicht dann Frustfraß und der andere, sorry, wie es jetzt zum Beispiel auch bei mir ist, wenn ich richtig Stress habe, ich kann gar nicht viel essen, aber ich nehme trotzdem gefühlt zu und es nehme ich nicht nur gefühlt zu, sondern es ist ja nachweislich, dass das Cortisol, was bei Stress ausgeschüttet wird im Körper, dafür sorgt, dass der Stoffwechsel nicht mehr richtig arbeitet, ne? Wo man zum Beispiel dann auch zunimmt, ne? Obwohl man jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie maßlos frisst oder so, ne? Aber ja, also ich sage immer, jeder kann froh sein. Ich meine, wir sind jetzt halt in einem Alter, wo wir keine Teenager mehr sind, ne? Mit 40, die schalten immer über 30, fangen auch manchmal schon so kleine Wehwehchen an. Und ich finde, es ist so der Punkt, wo man so ein bisschen umdenkt und wirklich, also wo ich für mich sage, also man kann wirklich froh sein, wenn man gesund ist. Also wenn man krank ist, hat man nur einen Wunsch, gesund sein. Und viele, sage ich mal, Figurprobleme kommen ja auch von Medikamenten. Also es gibt Leute, die müssen Cortison nehmen, es gibt Leute, die müssen schweres Antibiotika, Chemotherapie, Antidepressiva, Hormone, das sind alles solche Dinge, wo man sich quasi die Kilos wirklich reinstopft durch Chemie oder draufspritzt oder wie auch immer. Und ich finde, das sieht man auch und das ist halt auch so ein Punkt, wo man bedenken muss, ne? Aber wie gesagt, ich finde es halt schon anmaßend, dass dieser Typ, auch noch dieser Typ, ja, dass der sowas sagt, ne? Also es ist schon unverschämt, oder? Jetzt mal ohne Ja, Witz. aber ich finde zum Beispiel auch in Ja. die andere Richtung, also ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, in meiner Schichtführerlaufbahn bei McDonald's hat meine Kollegin mal zu mir gesagt, da kam so ein ganz, ganz dicker Mann rein. Sei es drum, der hat 2 Stühle gebraucht, aber du weißt ja nicht wieso. Und was ich dann immer ganz schlimm finde, egal ob ich dünn, dick, keine Ahnung bin, weißt du so. Jeder hat doch mal Lust, sowas zu essen. Weißt du, also nur weil zum Beispiel, ich kenne auch damals meine Freundin von mir auch bei McDonald's, als ich da gearbeitet habe, die war zum Beispiel so dünn, die hat noch nicht mal mehr eine 32er Hose reingepasst, ja. Und die hat sich zum Beispiel das McDonald's-Tablett so vollgeschlagen, logisch, und ist dann natürlich mit Zopf aufs Klo und mit offenen Haaren aufs Klo und mit Zopf wieder zurückgekommen. Ich kannte die ja, also ich kenne, das war eine Schulkollegin von mir. Auf jeden Fall, aber da würde sich niemand, niemals was erlauben zu sagen, weil sie war ja dünn. Aber dann zu dem Mann hat meine Kollegin gesagt, ach Gott, jetzt muss der auch noch bei McDonald's was fressen. Wo ich mir denke, du weißt doch gar nicht, vielleicht hat er jetzt schon 10 Kilo abgenommen und hat sich jetzt eine Mahlzeit was gegönnt. Weil ich halt auch nicht, also ich weiß, es ist nicht gut, aber ich halt auch nichts von diesem ganz stricken auf alles verzichten und so und lieber mit Maß und Ziel.
Und ich finde es so schlimm, weil du jetzt gerade sagst, anmaßend allgemein. Ich finde es allgemein, wenn jeder mal bei sich bleiben würde, hätte man ganz viele Probleme weniger. Aber vielleicht ist es auch von der Kollegin einfach der Neid gewesen, weil der, also für sie, weil er mit dem Gewicht sich traut, dahinzusetzen und zu essen und sie vielleicht als dünne Frau Hemmungen hat, diesen Burger zu essen, weil sie sich Ja. selber, wie du sagst, den Ekel vielleicht selber andenkt, ja, weil sie denkt, wie viele Kalorien sind es, oder weil sie denkt, was denken andere von mir, obwohl eigentlich gar keiner was denkt. Ne? Ja. Also, es ist halt immer schwierig. Aber mal, dass ich auch mal was dazu sage, vielleicht zu dem Thema. Also bei mir, also das Krasse ist wirklich in meinem Umfeld, muss in meinem engen Umfeld von Leuten, die ich lange kenne, glaube ich, dass ich niemanden kenne, der keine Essstörung hat. Und das ist halt echt erschreckend. Ne? Also die Leute in meinem Umfeld haben entweder damit zu tun, dass sie extrem Übergewicht haben oder dass sie extrem dünn auch sind. Manche sind auch normal, aber ich weiß es halt, weil ich sie natürlich kenne, dass es da Dinge gibt. Also bei mir ist es einfach so, wie du sagst, also ne, wir sind halt in den 80ern groß geworden. Meine Mutter ist nachweislich Asiatin und in Asien früher, ich sage extra früher, waren die Frauen halt alle rank und schlank. Die hatten keinen Arsch, keine Titten, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Die waren halt komplett schlank. So, ich bin halt schon ziemlich stabil auf die Welt gekommen und man sieht mir auch an, ich habe halt eine weibliche Figur, halt gar nicht wie ein Asiate. Ich habe eine große Oberweite und ich habe eine Hüfte und dadurch wiegst du halt immer mehr. Die Zeit, in der wir groß geworden sind, war auch die Zeit, es war die, Na ich sag mal, es war irgendwo auch noch nach dem Krieg, wo im Krieg waren eh alle schlank, ja. Und da war jemand, der einfach ein bisschen pummelig war, also für die heutigen Verhältnisse, jemand, der komplett normal wäre, war damals schon ein bisschen dick oder war schon moppelig oder so, ne? Wenn ich mir heute Bilder angucke von meiner Kindheit, ne, oder von unserer Kindheit, Agi, ne, wenn ich mir dich angucke, wenn ich mir mich angucke, wenn ich die Jessie angucke, finde ich, wir waren ganz normale Kinder. Wir waren gar nicht dick, dünn, sonst was. Wir hatten normale Figuren und wir waren eher schlank. Ich meine, klar, irgendwo war ein bisschen Babyspeck vielleicht bei dem einen oder anderen im Wachstum, ne? Aber da war gar nichts. Das Problem ist aber, bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe die Probleme eingeredet bekommen. Bei mir hieß es von Anfang an, ess nicht so viel, du wirst so dick. Und vor allem, ess nicht so viel süß, das ist nicht gut, du wirst so dick. Also das war immer so das Ding. Und was passiert mit Kindern, denen man was verbietet oder generell mit Menschen, denen man was verbietet, da sind die natürlich geil drauf, ja? Also deswegen, ich war immer total, also mit normalem Essen, so eine Bratwurst oder so, konnte man mich gar, das mochte ich gar nicht. Bei mir waren es Süßigkeiten, bei meiner Mutter hat es nicht verstanden, weil in Asien an sich gab es ja keine Schokolade und so, das Maß an Süßigkeiten, also die isst es bis heute nicht. Und die konnte das nicht nachvollziehen, dass ich das halt so geliebt habe und für die war das halt furchtbar, weil das macht dick und sonst was. Also wurde ich stets und ständig 24 Stunden gemaßregelt. Ich soll das nicht essen, ich soll dies nicht machen, das macht fett, ich bin fett, dieses Fett. Das Ganze geht auch noch bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Ne? Also es wird immer, ne, also für meine Mutter ist es halt nie gut genug. Das ist gar nicht, weil die es böse meint. Die ist halt einfach so. Ich habe mich halt mit den Jahren daran gewöhnt. Aber egal, wie dünn ich in meinem Leben war, ich war immer zu dick. Ne? Also das ist halt wirklich so anerzogen. Aber es war nicht nur von ihr, es war generell die ganze Familie. Weil einfach, ich sag mal so, die Familie meiner Oma, die waren sowieso oder die sind nach wie vor richtig schlank, also dürr. Die können essen, was sie wollen und da kommt nichts drauf, ja. Und für die war das, also für meine Oma war das immer unverständlich, warum man eine Diät machen muss. Also die hat das überhaupt nicht verstanden. Die hat gesagt, warum kann man nicht normal essen? Und das gibt es nicht, weil die hatte solche Probleme nicht. Und bei der Jessie war es genauso. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gebündelt, wir haben halt gern Süßes gegessen und dann haben heimlich eben dann die Süßigkeiten in uns reingestopft. Es war halt einfach so. Dann waren wir beide im Ballett. Natürlich, wie du sagst, im Ballett waren die alle, ne, wirklich groß und dürr und schlank. Und die Jessie und ich waren halt fürs Ballett schon, sage ich mal, vom Gewicht her mehr und nicht also einfach mehr. Also, fürs Ballett waren wir einfach kräftig. Aber auch das hat man ja dann wiederum dort zu spüren gekriegt. Also, immer war irgendwo dieses Thema. Also, ich persönlich erinnere mich dran, ich glaube, ich habe meine erste Diät mit 13 gemacht. 13 oder 14, da hat meine Oma sogar mitgemacht. Und ich muss sagen, dieses Thema zog sich, wie du sagst, mein komplettes Leben durch, muss ich sagen.
Ja, und das Ding ist halt einfach, man muss halt auch einfach mal verstehen, eine Diät bringt halt nichts. Man muss halt eine Ernährungsumstellung machen. Und wenn man diese Ernährungsumstellung nicht macht und, sage ich mal, die richtige für sich findet, und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich höre dann Leute, die sagen, oh Gottes Willen, keine Kohlenhydrate essen. Die anderen sagen, also nein, man muss dreimal am Tag essen, das reicht. So, die nächsten sagen, man muss fünfmal am Tag essen. Der nächste sagt Intervallfasten. Der eine sagt Low Carb. Der nächste sagt wie heißt diese Ernährung wie in der Keto. Steinzeit? Nee, wie in der Steinzeit. Das hat auch so einen Namen. Paleo. Paleo. Ja, also es gibt ja 100.000 Ideen. Dazu will ich einfach nur mal sagen, jeder Mensch ist verschieden, jeder Stoffwechsel ist verschieden, jeder Mensch hat andere Verträglichkeiten, jeder Körper ändert sich alle 7 Jahre. Also selbst wenn du heute derjenige bist, der vielleicht Übergewicht hat, kann es sein, dass sich dein Stoffwechsel so ändert in 7 Jahren, dass du dann der bist, der dünn ist und auch umgekehrt, ne? Also im Endeffekt, man muss aufs Lernen, einfach auf seinen Körper zu hören. Und die Ernährung zu finden, die für einen persönlich, also die zu einem persönlich passt. Das ist so das, was ich aus meiner jahrelangen Erfahrung sagen kann. Was wichtig ist, dass man hin und wieder einfach mal, egal in welcher Form, dem Körper eine Auszeit gönnt und sagt, man macht mal so eine Art Cleansing, egal wie man das jetzt macht. Manche machen das mit Saftkuren, manche machen das mit 2 eine Woche nichts essen, manche machen eine Suppenkur, ich weiß es nicht, da gibt es ja auch 1 Million Sachen. Wir machen das mit Klinoin und DX4. Alles gut, jeder so, wie er es für richtig hält, aber jeder muss für sich das finden, wo, sage ich mal, richtig ist. Also, das ist für mich so das, was ich aus dieser Erfahrung mitnehmen kann. Aber wenn man auch an dieser Psyche nichts ändert, dann bringt es halt auch nichts, wenn man am Ende des Ta also am Ende des Tages schlank ist, weil im Moment versuchen ja viele die Abkürzung zu nehmen, indem sie sagen, sie machen eine OP oder so oder lassen Fett absaugen. Das ist alles schön und gut, aber wenn ich meine Psyche nicht oder mein Essverhalten einfach nicht anpasse, dann wird es auch im Umkehrschluss wieder draufkommen. Also deswegen, das ist so meine persönliche Meinung. Aber die Aggie brennt schon, ich sehe es, sie will die ganze Zeit was Ja, ich habe da sagen. einiges zu sagen, Ja. weil ich finde es Leg los. schwierig. Also gerade wenn man wirklich eine diagnostizierte Essstörung hat, ist so ein Satz auf den Körper zu hören sehr schwierig, wirklich sehr Okay. schwierig. Weil wenn du krank bist, dann ist das eine psychische Störung. Du hast eigentlich kein Gefühl mehr für deinen Körper Ja. oder du hast irgendwie. Deswegen, also ich empfehle definitiv, sich Hilfe zu holen und zwar wirklich Ja. therapeutische Hilfe. Und ich bin ja seit längerem halt immer wieder in Therapien gewesen. Ich muss sagen, meine beste Erfahrung war tatsächlich eine stationäre Therapie, die ich relativ spät jetzt gemacht habe, erst 2022. Und ich glaube natürlich, definitiv, jeder findet, wenn er wirklich eine Essstörung hat, also wirklich eine psychische Störung. Es ist halt wirklich so, es ist eine Krankheit, ne? Ja. Es ist wirklich eine Krankheit. Und wenn man, es gibt natürlich verschiedene Therapieansätze, ne? Und ich muss sagen, für mich war halt diese Klinik, wo ich war in Oberstdorf, halt super gut für mich. Die arbeiten halt nach diesem 12-Schritte-Programm. Es ist nicht jedermanns Sache, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist so ein bisschen wie von Nee. den anonymen Alkoholikern. Das arbeitet halt so ein bisschen nach so einem Hingabeprinzip, auch nach was Göttlichem zu suchen und ein bisschen sich dem Prozess hinzugeben. Und da kriegst du halt eine feste Essstruktur an die Hand einfach, ne? Und da lernst du so wirklich das zu trennen. Also was ich sozusagen gelernt habe in der Therapie, was für mich halt hilfreich war, um mit dem Thema besser umzugehen, ist die Gefühle vom Essen zu trennen. Ja, also wirklich bewusst zu machen, Essen ist Essen und Gefühle sind Gefühle. Und das ist halt das Krasse, was halt bei der Essstörung natürlich so schwierig macht, weil wir damit wirklich, das ist das erste Ding, wir sind als Babys, wir kommen zur Welt, wir werden ernährt. Das ist die Liebe, die wir empfangen. Die Nahrung ist die Liebe. Deswegen macht es natürlich Sinn, wenn du erzählst hier, du wurdest restriktiv behandelt in deiner Kindheit und bla bla bla, hast hier mit Süßigkeiten. Das war natürlich ein Liebesersatz in dem Moment, ja. Wo ich allein zu Hause war, weil meine Familie halt arbeiten war, da habe ich mir auch alles Mögliche reingestopft, weil es war so ein Liebesersatz dann in dem Moment, ne? So Zuneigung, du hast einen Moment für dich, irgendwie ein schönes Erlebnis.
Du kriegst diese Glückshormone durch Süßigkeiten, durch den Zucker, ne? Also da passieren ja chemische Prozesse auch im Gehirn. Und die sind natürlich einfach so mit dem ganzen natürlichen Prozess von uns allen verbunden, ne? Mit dem Essen. Wir wollen uns ja auch, deswegen geht es ja auch darum, uns gut zu ernähren, weil wir tun uns ja auch was Gutes, ne? Ja. Und das ist so ein schmaler Grat dann, ne? Also tue ich mir gerade was Gutes oder tue ich mich eigentlich gerade verletzen, indem ich mir zu viel Gutes antue, ne? Ja. Also immer so ein bisschen deswegen, so dieses Gefühl dafür zu bekommen. Also für mich ist es wirklich schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich an mein Essverhalten, ich muss mich da so strikt dran halten, ja? Weil ich merke, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wann ich Hunger habe. Ist es Hunger? Ist es Okay. emotionaler Hunger? Ist es körperlich? Ist es eher so Langeweile, Lust? Ne? Also ich kann diese Dinge wirklich nicht unterscheiden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es jemals konnte, aber das habe ich mir auf jeden Fall definitiv zerstört. Und für mich ist es halt ein guter Weg, damit zu arbeiten, ja, damit umzugehen, dass ich halt auch nicht weniger, ne? Dass wenn ich mich schlecht fühle und ich sage mir auch, eigentlich würde ich jetzt am liebsten nichts mehr essen, nee. Die Gefühle jetzt zur Seite. Du isst jetzt was, egal wie du dich fühlst. Ne? Also so, und dann so eine Stabilität. Also für mich, ich habe halt gemerkt, mir tut es gut, so eine Stabilität mit so fest strukturierten Mahlzeiten einfach aufzubauen. Ne? Also von daher, klar, jeder findet seinen eigenen Weg. Ne? Für mich sind es halt so drei fest strukturierte Mahlzeiten geworden, ja, die mir einfach gut tun, weil sie mich geistig irgendwie stabilisieren auch. Ne? Und dann wird alles andere nicht so tragisch. Also, weil wenn ich anfange, wieder da was wegzulassen oder da, also ich setze zu viel Gewicht in dieses ganze Essthema. Ja. Und werde ich krank. Und das so ein bisschen wieder abzubauen, war für mich irgendwie wichtig zu lernen, ne? So ein bisschen so Aber zu. voll gut, Agi, dass du das geschafft Ja. hast. Ja, Wahnsinn. Oh, seit 22 jetzt relativ. Ja, wirklich. Genau, das ist so mein Weg. Ne? Natürlich dann auch so Verbote auch aufhören. Ne? So, man darf von allem immer mal was essen. Aber es ist auch nichts super Besonderes. Wenn ich was Süßes esse, ist es jetzt nichts total Spezielles, was ich mir extra verdient habe, sondern nö, das mache ich ab und zu, weil das tut dann auch mal gut. Auch geistig, das Gehirn braucht es auch manchmal. Ne? Also da kann ich auch was dazu sagen, weil da habe ich auch einige, also ja, mit den Kollegen, wie gesagt, ich bin in der Männerbude. Da geht es ja dann um Proteine und den ganzen Tag Essen und whatever und ach, keine Ahnung. Und ach, ich bin halt so ein Typ, für mich ist einfach dieses Prinzip 80-20 super gut. Ja, also ich weiß, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, weil Was ich ist denn bin da auch wie die 80-20? Jenny. Mal ganz kurz dann zwischengefragt. Was soll das sein, 80-20? Also 80, dass du dich wirklich an deine, also daran hältst und gesund ernährst. Aber wenn jetzt zum Beispiel die 20%, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, wir treffen uns jetzt alle zusammen und wir gehen jetzt in das Starbucks, dann esse ich halt ein Stück Kuchen oder einen Donut, auf was ich jetzt gerade mal Lust habe. Oder sei es nur, was weiß ich, dass ich halt zum Beispiel, kennt ihr diese Reese's oder so? Das sind ja diese Erdnuss, Buttercup. ah ja, Erdnusspuder-Dinger. Peanut Butter Cups da, Ja. genau. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel kannst du dir ja eine ganze Packung kaufen. Oder du sagst halt, gut, dann gehe ich halt vorne zu diesem Kinderlock-Ding, Ja. Kinderlock-Ständchen, da eine Kasse. Und dann, ja, dann zahle ich halt ein bisschen mehr. Aber dann habe ich nur zwei Stück und die esse ich heute Abend und gut ist. Und das ist für mich so ein Prinzip, da fahre ich relativ gut mit. Und das hat mir jetzt so ein bisschen geholfen. Für mich so. Aber was ich zum Beispiel auch habe, wo ich eben bei der Agi so mitgekriegt habe, mit diesem Gefühle, da muss ich, glaube ich, auch mal ein bisschen drauf achten, weil ich habe immer gedacht, so, ah, okay, früher war ich eher so wie meine Mutter. Auch wenn wir von der Figur her nicht so sind, aber ich hatte eher so ein bisschen Gewichtsprobleme, in Anführungszeichen. Und jetzt, wo ich etwas, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich komme auf meinen Vater. Und von der Figur her, und die Jenny kennt den ja noch, der war ja auch so dürr. Wird es jetzt auch irgendwie immer mehr so, was jetzt aber, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht sage, toll, ja, sondern ich mache mir halt da jetzt nur Gedanken drüber, wie das jetzt zustande kommt, weil auch mein Verhalten hat sich komplett verändert. Ich bin eher
Vorher war ich eher so wie meine Mutter mit dem Essverhalten. Wenn ich Stress hatte, habe ich gegessen und da noch was rein und da noch was rein. Und mittlerweile hat sich das Blatt einmal komplett umgedreht. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich vor Stress nicht vergesse zu essen, weil ich denke, nein, ich muss es jetzt noch fertig machen. Und dann habe ich den Hunger. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, das kennt jeder. Wenn man das übergangen hat, du kriegst oben nichts mehr rein, aber es tut schon weh. Aber ich kann dann nicht, also es ist dann unfassbar, ich kann dann nicht mehr. Und das sind so Dinge, das ist manchmal echt, wo ich sage, boah, das nervt mich voll. Weil da wäre ich auch gern einfach wie andere, ja, okay, gut. Wie du sagst, vielleicht muss ich ja auch mal gucken, okay, Gefühle davon trennen und ich muss jetzt essen, mal so im Kopf rein. Weil, also es ist ja auch Diät hin, Diät her, es ist nicht gesund, nur einmal am Tag was zu essen. Also, ich weiß es so, ich sage jetzt mal in dieser Stresssituation, das ist jetzt nicht jeden Tag, aber das ist, wenn ich Stress habe, dann vergesse ich das Essen und dann esse ich eine Portion und das war's. Und dann kennst du mich ja noch, Jenny, das ist ja dann auch keine Riesenportion, weil da habe ich auch irgendwie so einen Ekel. Ich kann mir selber den Teller nicht so vollschlagen. Dann geht's, das habe ich von meinem Vater, dann geht es direkt zu. Lieber esse ich drei Teller mit kleinen Portionen hintereinander. Das hat damit mit der Menge nichts zu tun. Nur ich kann das auf meinem Teller, dieses Vollgeknallte. Also Also ich nur glaube, für mich. es ist gefährlich, also was heißt gefährlich, also ich glaube, es ist für jeden was anderes richtig, ja, weil Ja. zum Beispiel, du sagst jetzt, eine Mahlzeit ist nicht gut, vielleicht für manche ist es genau richtig, ne, also Ja. man muss es halt, ich denke, es ist schwierig, man Ja, muss aber ich einfach rede jetzt wissen. nicht, ich rede jetzt nicht vom Cleanen oder so, sondern ich meine, wenn du Nee, ja nur generell, ich einmal meine, 500 ja. Kalorien, ja, aber wenn ich nur 500 Kalorien einmal am Tag esse und das über Wochen, glaube ich nicht, dass das gesund ist, wenn du es jetzt nur aus dem Gesundheitsaspekt siehst. Also, ich kann jetzt nur sagen, wenn ich jetzt die Mary wieder zitiere, also Marie-Louise Treuling, Agi, die kennst du jetzt nicht, das ist unsere, wie nennt sie sich, Mikronährstoff-Expertin. Bei ihr zum Beispiel, wenn du ihr zuhörst, sie sagt halt zum Beispiel, ihr Mann hatte ja ganz schlimmen Krebs, also der war ja schon totgesagt und sie hat ihn über die Ernährung, also nicht nur die Ernährung, aber es war ein großer Baustein, hat er den Krebs besiegt und sie sagt halt, zum Beispiel, wenn jemand krank ist, dann soll er nicht essen. Also die meisten Ärzte sagen ja dann, ah, sie sind krank und essen sie noch, man weiß und so. Und sie hat mit Mani wirklich gefastet und hat wirklich das Essen komplett runtergefahren, auch keine Kohlenhydrate, weil das stimmt schon, es gibt ein Buch, da steht drin, Zucker ist der Nährstoff von Krebs. Der Körper, also unser Körper, unser Organismus ist so geschaffen, dass es eigentlich, wenn man krank ist, man fasten sollte, weil der Körper sich in der Fastenzeit regeneriert. Weil wenn man so viel isst oder so viel isst, was der Körper nicht gut verdauen kann, ist der Körper mit Verdauen beschäftigt und nicht mit Erholung. Ne? Also deswegen, es kommt immer drauf an, aber du bist jetzt kein kranker Mensch. Also klar, macht es keinen Sinn, ne? Ja, Nur und der Manni 500 fastet, Kalorien der zu Manni hat essen. wohl eine Ne? Fastenzeit gemacht, aber der macht das nicht every day. Nee, aber der ist tatsächlich immer noch so. Wie die, also die essen immer Ja, ohne aber die essen Kohlenhydrate, ja ne? trotzdem, die fangt ja schon morgens an mit Ja, Porridge und geht Porridge aus, das schon. Mandelmehl, Aber wie Mandeln. gesagt, ich sage halt immer dazu, für jeden ist eine andere Wahrheit. Manche sagen, ja, früher in der Ja. Steinzeit wurde einmal ein Tier geschossen und das hat man dann gegessen, hat man 3 Tage nichts gegessen, ne? Das ist gut. Der eine sagt so, ich weiß es nicht, in Asien isst man eigentlich 5 kleine Mahlzeiten am Tag, in Deutschland isst man 3 Mahlzeiten am Tag. Ich glaube, für mich als Asiate, also als körperlich DNA halber Asiate, denke ich, ist das Essen in Deutschland eh schwierig, weil eigentlich ist es, glaube ich, für meinen Körper nicht gemacht, weil Laktose vertrage ich nicht. Alles, was hier so Weizenmehl und die Dinge, die hier gemacht werden, eigentlich, und das ist auch mein Problem schon von der Kindheit gewesen, ich hatte immer Bauchweh, weil eigentlich das, glaube ich, mir gar nicht gut tut, solches Essen. Ne? Weil es halt für meinen Körper einfach nichts ist. Ne? Aber man wird halt hier groß und mag das ja dann halt auch, ne? Aber es gibt ja auch schon, also es ist ja klar, dass man vollwertige Nahrung, da sind ja Riesenunterschiede. Also man Ja. sieht, wie man, ne, wie klar, wie gesund. Also ich meine, gesunde Ernährung ist ja trotzdem, es gibt ja Ernährungswissenschaften, also da kann man sich Ja. schon mit beschäftigen, Vollwertküche, ne? Also nicht eher die leeren Kohlenhydrate, Vollkornprodukte und so weiter, ne? Also es ist ja schon nachweislich, auch für die Darmbakterien und alles. Und der Darm, der spielt ja eine riesige Rolle mit unserem kompletten System, Ja, mit das der stimmt. Gesundheit, mit dem
mit der Psyche und mit dem Glückshormon und alles, ne? Also es ist ja richtig wichtig. Von daher, ne, Also also das Ding ist, mit dem sagt. Serotonin ist es, dieses Glückshormon ist Serotonin. Das ist, kannst du über Aminosäuren auch abdecken, ne? Also zum Beispiel in unserem Shake ist es ja mit drinne, zum Beispiel, wie du das auffüllen kannst. Das Ding ist, ja, Agi, das stimmt. Mit der, also ich bin auch dafür, ne, dass man sagt, zum Beispiel, ich esse ja Vollkorn oder Dinkel anstatt Weizen, ne? So eine Ernährung. Aber wenn du jetzt Leute triffst, die total auf der Schiene Keto sind, und das sind viele, die so ein Lipödem haben, die schwören auf dieses Keto-Thema, dann sagen die dir, nee. Also Keto ist alles. Wobei mir aber selbst auch schon eine Ärztin gesagt hat, da muss man wirklich aufpassen, diese ketogene Ernährung ist nichts für gesunde Menschen. Ne? Also da ist es gar nicht gut, weil du isst ja auch viel Fett, ne? Ist ja dann auch wieder nicht gut für die Leber. Also ich bin da deiner Meinung, Agi, man braucht eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Aber wie gesagt, es gibt so viele Sachen da draußen. Also Man kann ja auch vieles mal ausprobieren und gucken, ob es was für ja. einen ist manchmal, ne? Also manches ist ja wirklich auch gar nicht so verkehrt, ne? Für manche Ja. Leute mal was wegzulassen und mehr davon zu essen und ein bisschen. Aber ich meine, das kann man ja auch mal überprüfen, ne? Also ich sag mal, selbst wenn man jetzt sich entscheidet, so eine ketogene Ernährung zu machen, was ja tatsächlich bei, ich glaube, Epilepsie ist das richtig erwiesen, sogar sehr gut. Ja. Es gibt schon bestimmte Ja, Krankheitsbilder, wo ja. gut ist, aber man kann das ja alles überprüfen. Man kann ja regelmäßig mal die Blutwerte messen und gucken, so was einem taugt. Ne? Also man kann ja schon viele Sachen auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Also ich meine, ich, ne, also manche Sachen sind vielleicht für einen richtig gut und für den anderen nicht gut. Ne? Also. Ja, es gibt doch auch, Schalima, das hat auch deine Mutter auch gemacht, mein Vater hat das auch gemacht. Da gab es mal so ein Diät, Metabolik oder so, ja, oder irgendwie Metabalance oder. mit Blut abnehmen, ne? Da wurde Blut abgenommen und Ja, anhand also vom genau. Blutbild. Ja, die haben nach dem Blutbild entschieden, welche, ne, also welches Gemüse und so du zu dir nehmen kannst, welches Fleisch, ne, so. Meine Mutter hat es echt geholfen, also die war so wie ich jetzt, ja, ein bisschen mehr, die ist auch ein bisschen größer, aber so ungefähr meine Figur, so. Und es war wirklich dürr, von heute auf gleich, ja, und, oder von jetzt auf gleich und, ja, wobei ich da auch sagen würde, wenn ich da zurückdenke, was haben denn die gemacht? Wasser getrunken, Zucker weggelassen und einfach mehr Gemüsegess und Käsesoßewürfel in meine geschmissen. Sorry, dass ich das jetzt so Ja. sage. Also jetzt nur base gesagt. Ich meine jetzt nicht, dass meine Mutter Ja. ihre Soßewürfel benutzt hat, aber Ja. jetzt ganz base gesprochen. Ja. Ganz base gesprochen. Sind wir mal ganz ehrlich, mein dein Vater hat es ja auch gemacht. Was hat es Ja. denn gemacht? Unnötig, also ich meine, ich, um Gottes Willen, vielleicht hängt es auch manchmal mit denen, mit Sache zusammen, weil du die nicht verträgst und das hemmt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die hätten bestimmt auch dreiviertelst nur davon abgenommen, weil sie einfach nur noch Wasser getrunken haben und keinen Zucker mehr. Sorry, Ja. also du musst, es fällt mir jetzt gerade, ist mir jetzt gerade mal gekommen, weil ich gedacht habe, als mir jetzt gerade so ein Lichtblick hatte ich jetzt gerade, weil mir jetzt so die, allmächtiger, weil man du jetzt hier die ganze Zeit über dieses abnimmt und weil du das jetzt auch gesprochen hast, ist mir gerade gekommen. Ja. Weil Zucker, ganz ehrlich, das wissen wir ja jetzt auch alle und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Zucker, ja, also das ist ja zum Beispiel, ach, ich lasse, deswegen. Ich esse, heute Mittag habe ich einen Burger mit meiner Kollegin gegessen. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Brot wegzulegen, weil ich sage, habe ich vorhin gerade Jenny erzählt, wenn das Tier schon für mich gestorben ist, dann muss ich es halt auch essen. Und dann habe ich das wenigstens das noch so rausgegessen, was ich da noch gepackt habe. Ja, also es war aber auch ein großes, so ein Hans im Glück Burger, die sind ja größer. Ne? Auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt sagen? Dass du den Zucker weglässt. Ach so, ja genau. Und ich esse dann ja trotzdem einen Burger und so. Und ich, der Anschuldigte hat da noch was gemacht. Ich esse jetzt auch kleiner mal was, aber nur mal so. Ich lasse einfach nur den Zucker weg. Ich trinke viel Wasser, auch auf der Erwitt. Viel Wasser, nur stilles Wasser, weil sprudeln mag ich nämlich so. Und nur Zucker. Also ich gucke jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, hat der viel Protein, hat der viel ja, Gemüse drauf oder was weiß ich. Ich habe einfach gedacht, jo, ich habe jetzt Lust drauf und habe ich den gegessen. Aber das finde ich jetzt auch mal interessant. Was, wie steht ihr beide jetzt zu dem Thema Fleisch? Weil das ist ja auch ein Streitthema zum Thema Ernährung. Ja, also ich esse halt seit meinem 8. Lebensjahr kein Fleisch, aber ich habe es halt einfach, ich hatte so einen Ekel davor als Kind schon.
Echt? Ja, von daher weiß ich es Deine nicht. Oma hat immer so eine leckere Pastete gemacht und du Ja. hattest einen Ekel. Oh, die war so lecker. Ja, also ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wie oft ich dann noch Fleisch später gegessen habe, aber ich habe es relativ früh auf jeden Fall schon als eklig empfunden und ich habe es dann nie wieder vermisst. Ne? Also von daher, ich habe dann irgendwann wieder Fisch, also Fisch esse ich, aber Fleisch, mich zieht's nicht. Und dadurch, dass meine ganzen B-Werte voll gut sind, meine B12-Werte sind super. Und das Einzige, was ich supplementiere, ist immer wieder Eisen. Aber ob das jetzt am Ende mit dem Fleisch zusammenhängt, da gibt es verschiedene Nee, ich Theorien. habe auch extrem Eisenmangel, also. Da gibt es ganz viele Theorien zu dem Thema. Ich hatte sogar mal überlegt, mal so eine Infusion zu machen, weil da habe ich mal schon Positives gehört, Ja, ne? Dass ich auch. es Sinn macht, als ständig diese Pillen da sich reinzuschieben. Ne? Aber genau, das ist halt natürlich so das Einzige. Aber mir hat jetzt Fleisch nicht gefehlt. Und ich denke, also ich persönlich habe da kein Problem, wenn Leute Fleisch essen. Ich finde es natürlich schon sinnvoll, dass man guckt, vielleicht wo es herkommt, wenn es geht. Aber ne, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich es brauche. Und deswegen lasse ich es halt auch. Also. Ja. Ja, gut, ich sag mal so, wenn ja, wenn du ja Fisch. Wie war das? Pescetaria, gell? Heißt es dann? Pescetaria. Oder Pesketaria? Genau. Dann hat man ja wenigstens daraus dann nochmal irgendwo Eiweiß. Weil ich finde es halt, was ich halt echt schwierig finde, ist, ohne, also Fleisch, aber noch schlimmer vegan. Also vegetarisch geht ja wirklich noch, ne? Du kannst Ei essen, du kannst Käse essen und Quark und alles, ne? Aber vegan auf das Eiweiß zu kommen, was man am Tag essen soll, finde ich echt schwierig. Also. Tofu, Nüsse geht schon. Ja, also Tofu, das knallt ja schon ordentlich. Ja. Ich, klar, ich weiß, Kichererbsen, Bohnen Hülsenfrüchte esse und ich halt, so, ja, genau. Linsen. Ja, genau, aber da hat ja der Dommer letztens noch gesagt, dass das eine andere Auswirkung oder nicht so irgendwie nicht so schnell, glaube ich, zum Körper kommt. Das stimmt, das habe ich aber auch mal gelesen. Ich glaube, da müssen dann Fette spielen da dann wieder eine Rolle, Dass was man ja dann die auch weiß. isst, ja. Als Ich glaube, das transportiert es dann, gell? ja. Ja, genau, so war da, glaube ich, was. Ich habe es mal gelesen, ja. Da habe ich mir aber eigentlich nie Gedanken gemacht, weil ich ja auch immer ohne Fett und so. Also vegan wollte ich mal immer ausprobieren, irgendwie, um mal zu gucken, ob es wirklich was taugt, so körperlich, ob es einen Unterschied macht. Aber ich schaff's halt nicht. Ich esse einfach viel zu gerne Käse und Butter und Eier. So bis jetzt, ich habe immer wieder so gedacht, ich mache jetzt auch mal so einen Monat, ne? Weil man muss ja schon irgendwie länger, um zu gucken, ob Ja. es irgendwie einen Unterschied macht, ne? Aber das habe ich bis jetzt, also irgendwo in meinem Hinterkopf auf der Agenda ist es noch, dass ich es vielleicht mal irgendwann ausprobiere, wie es ist. Aber was ich zum Beispiel wirklich auch eklig finde, sind diese ganzen Ersatzprodukte. Also ich esse Ja. Tofu so, das mag ich schon. Aber es gibt ja so viel Zeug auf dem veganen Markt, wenn man dann sich anguckt, was da alles Ja. drin ist, dann will man es Ja. wirklich nicht essen, weil es so ungesund ist. Ja. So Transfette und irgendwelche gehärteten Kokosöle so als Käseersatz. Also diese ganzen Ersatzstoffe sind halt furchtbar. Die muss man dann wirklich komplett weglassen. Da muss man sich halt wirklich so komplett clean irgendwie ernähren. Ich weiß nicht. Also ich habe halt jetzt wegen der Therapie, da habe ich eigentlich ganz gut gelernt, so dass man das nicht so übertreiben soll. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine Probleme mit Käse, Sahne oder was weiß ich, ne? Also bei mir ist so, ich habe ja beides durch. Aber ich muss sagen, also vom Körpergefühl. Wie lange warst du vegan? 2 Jahre. Ach, das ist lang. Ja. Das Einzige, ich muss zugeben, das Einzige, was ich wirklich zwischendrin gemacht habe, und da bin ich voll bei dir. Ein Rouchette-Ofenkäse oder mal ein Schafskäse. Weil wenn ich ins Restaurant gehe, ich habe ja schon das Problem, ich esse keinen grünen Salat, also so, oder Rohkost, ist nicht mein Fall. So. Dann esse ich kein Obst. Okay, jetzt hockst du da, jetzt esst du kein Fleisch, kein Obst, keine Gemüse, nur warm. Okay, was esse ich dann? Weißt du, also da fängt es ja schon an. Und dann habe ich mir halt immer, weil ich gedacht habe, okay, ich will dann verzichten auf Fleisch. Wenn wir zum Beispiel beim Italiener waren, habe ich mir eine Rigatoni al Forno ohne Fleisch bestellt oder
Pizza Margarita oder Quattro Formaggi oder so, weil ich dachte dann halt, ganz ehrlich, ich will auch den Leuten um mich drumherum, also Jenny hat immer gekocht, es war aber voll unnötig, wenn die einfach jetzt, was weiß ich, Kartoffeln mit Einheitsschleider jetzt 8 gegessen haben, ja, also, weil ich denke immer, ich will den Leuten nicht so viel Umstände machen wegen mir, also deswegen, also für mich ist das, ich kann nur sagen, es hat mir gut getan, vom Körper her. Ich habe da auch drauf geachtet. Bei Käse, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht geguckt bei diesem Fake-Käse da, was da jetzt drin ist. Ich habe aber für mich eine Marke entdeckt, die ich ganz gut vertragen habe. Heißt Like Meat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Und dann steht ja da Like Bratwurst oder so. Und das sind halt für mich Dinge, die, ja, das schmeckt halt auch fast 1:1. Das konnte ich dann halt auch gut nehmen. Aber dann ist halt wieder die Frage, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus wie der Doma mit diesen ganzen Inhaltsstoffen, ob das dann gut war. Aber es stand zumindest, was für mich wichtig war, es war nicht aus Weizen gemacht, sondern es gibt ganz viele Sachen, die schmecken dann wie Pappe, weil die aus Weizen sind. Klar, es ist halt wie Brot, ja, so sage ich mal. Und es war halt rein aus Soja plus, bestimmt waren da noch Zusätze. Ich will es jetzt auch gar nicht verschönigen oder so, aber ich kam damit relativ gut klar. Und gut, körperlich habe ich mich sehr gut gefühlt im Vergleich zu jetzt. Manchmal habe ich jetzt hier, dann fühlst du dich so, weißt du, so schwer. Ja. Wobei, ja, jetzt bin ich, also ja, doch, fühlst dich halt so schwer. Aber ich habe dasselbe wie die Agi. Ich kann einfach nicht auf meinen Käse verzichten. Das ist wirklich so schlimm für mich. Also, wenn jetzt du mir sagst, schau mal, du kriegst jetzt kein Fleisch mehr, von mir aus nur noch, oder nur einmal die Woche ein Stück Fleisch, von mir aus ein Hühnchen oder so, und dann einmal die Woche ein Stück irgendwas mit Fisch, kannst dir raussuchen. Wäre ich fein damit, ist in Ordnung, kein Problem. Aber mein Rochette-Ofenkäse. Also solange es ja nicht irgendwie, es Käse ist ja, gilt ja jetzt nicht als gesundheitsgefährdend oder irgendwie, ne? Also von daher, was ist dann die Motivation? Also? Meine Mutter, die für die ist Käse ganz schlimm. Ach Gott. Aber immer weil Käse. Nee, die, nein, die, ich glaube, die mag es einfach. Die redet sich das ein. Die hat ihre eigenen Fantasien, was für sie gut ist und was nicht. Aber ich fand halt immer, wie, ich habe halt zu mir damals gesagt, okay, ich will vegan sein, weil mir geht es ja schon noch irgendwo um dieses Tierleid. Deswegen sage ich ja jetzt auch, wenn ich mir was bestelle mit Fleisch, esse ich, dann lasse ich alles andere liegen und esse das Stück dann, weil ich halt denke, okay, es ist jetzt für mich gestorben, also esse ich es halt auch. Ich versuche es, ne? Wenn ich nicht mehr kann, bevor ich jetzt, bevor es wieder rauskommt, lasse es drin. Aber ich habe voll den Hänger gerade. Erkennt ihr nicht diese krasse Veganerin, diese Militante? Ja, die, wo gestört ist, wo dadurch die Leute so ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Aber es ist auch krass, ne? Also wenn man sich die Videos mal manchmal reinzieht, ne? Also die ist ja wirklich auch so, ne? Also was ja auch stimmt irgendwo, ne? Diese selbst Milchprodukte, Käse, also selbst alles, was aus der Kuhmilch ist ja wirklich so erzwungen, ne? Also so eine Kuhmilch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es ist ja auch genauso pervers. Ich hatte auch mal einen Freund, der hat dann auch, war auch vegan, weil der hat gesagt, der war so ein bisschen extrem, ne? Der hat jedes Mal zu mir gesagt, wenn ich diesen Käse esse, dann esse ich das ganze Leid. Ne? Also es ist ja auch so, ja, okay. Also der hatte dann diesen Gedanken von, was du dir zuführst, ne? Hat ja auch so eine psychische okay, krass. Ne? Was da alles mitschwingt. Aber ich bin halt der Meinung, noch viel wichtiger ist die psychische Komponente, die bei mir mitschwingt, wenn ich es esse. Ne? Also ja. Das ist ja das. Du kannst was Tolles essen, dich schuldig dafür fühlen, dann wird es genau, also dann ist ja diese Psyche so schlimm. Ja. Aber wenn du das genießt, dankbar bist für das, was du gerade zu dir nimmst, dann würde ich das ja auch nicht psychisch so... Nee, aber ich hatte es auch, also bei mir, da wollte ich nämlich eigentlich drauf hin, dankeschön. nee, ich hatte nämlich auch immer den Gedanken, wenn ich jetzt nur vegetarisch bin und ich ja so jetzt auf einmal so, also weißt du, so für dieses Tierleid, dann die Kuh ist ja nicht immer, gibt ja nicht immer Milch, aber für uns gibt sie jeden Tag so. Zum Beispiel, also dieses Milchthema ist bei mir sowieso durch, Milch esse ich trinke ich gar nicht mehr, ne? Kann ich auch nicht, schmeckt mir auch nicht mehr. Da bin ich bei Pflanzendrinks hängen geblieben. Aber so, ja, trotzdem Käse ist ja auch mit Milch und so. Aber da habe ich dann auch immer für mich gesagt, ja, also entweder ich mache vegan oder ich lasse es ganz, eins von beidem, weil dieses Zwischendrin habe ich immer für mich gesagt. Ich verurteile niemanden deswegen. Aber für mich persönlich habe ich gesagt,
Also entweder ich lasse das Tier ganz und so wie es ist, da wo es ist auch, und nicht so halb, ich schlachte dich da nicht, aber dafür ziehe ich dir noch jahrelang die Euter lang, ne? So in dem Sinn. Das war halt so für mich, aber jetzt, wie gesagt, bin ich ja auch wieder. Also ich sag mal so, dass Milch an sich das Schlechteste ist, was man sich zutun kann, so antun kann, sage ich mal, ist ja auch nachweislich. Ne? Das ganze Antibiotika und was da alles drin ist. Also nee, eine normale Milch, die trinke ich auch nicht. Aber ich, bei mir ist nochmal, ich vertrage es ja nicht. Ich kann ja Laktose, also ich habe da Probleme einfach mit. Ne? Aber so wie du sagst, Agi, ne, wenn man so Videos sieht, muss ich auch sagen, dann vergeht es mir auch. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Fleischesser. Ich könnte auch auf Fleisch locker verzichten. Aber ich muss sagen, wir haben das auch probiert, einen Monat vegan. Wir haben es gemacht wegen Dommers Haut, ne? Weil wenn man Schuppenflechte hat oder auch Neurodermitis-Probleme mit der Haut, sollte man auf tierische Produkte, also das soll halt gut sein, wenn man drauf verzichtet. Deswegen haben wir es probiert. Aber da muss ich der Agi recht geben. Das Problem war wirklich diese Ersatzprodukte, die waren so voller Scheiß, ich sag's jetzt einfach mal so. Ich hatte solche Probleme, ich hatte wirklich Krämpfe, Blähungen, weil ich bin halt extrem empfindlich, was Glutamat angeht, Zusatzstoffe. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann auch in keiner Kantine essen, weil ich dann sofort reagiere. Ne? Ich habe dann Blähbauch, ne, und habe Blähungen. Also viele Unverträglichkeiten einfach, und das war mein Problem da dran, und da habe ich dann gesagt, naja, also entweder verzichte ich komplett da drauf, also auch kein Fleischersatz, kein Fleisch, gar nichts, ne, also irgendwie dann Linsen oder weiß der Kuckuck, aber das Zeug, ich kann es einfach nicht, also um Gottes Willen, ich bin jemand, ich bin nicht empfindlich mit Essen, ich kann echt vieles essen, auch Dinge, die mir nicht schmecken, ne, ich bin da auch jemand so aus Respekt, ich will nicht Essen wegwerfen, weil es gibt Leute, die haben einfach nichts, ne. Aber da hatten wir ein Fleisch, das war ja so widerlich, dass, also wirklich, ich konnte das nicht essen. Das war wirklich abartig. Und da habe ich gesagt, nee, also Vegetarier würde ich mir noch gefallen lassen oder so mit Fisch, aber vegan, also das war wirklich gar nichts für mich, muss ich sagen. Und dann finde ich, der Punkt, ja, wenn man das macht, wie du, Schaldi, man sagt, man hat da einen Grund, weil man einfach mit dem Tier, ne, sich beschäftigt hat und will das nicht, dann finde ich das noch eine gute Sache. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es halt auch so Trends sind. Ne? Also jetzt ist der Trend, ich bin vegan, und natürlich die Lebensmittelindustrie fährt voll auf der Welle mit, ne? Weil da kann man wieder abschöpfen. Ne? Und dann werden halt so Sachen gemacht, die halt einfach richtig ungesund sind und auch super viel Kalorien haben. Und ja, Hauptsache es ist jetzt halt vegan, und jemand, der sich halt nicht informiert oder nicht auskennt oder wie die Agi sagt, dann auch nicht mal hinten guckt, ne? Der isst es dann und denkt, wow, ich mache hier was ganz Tolles, aber so toll ist es dann halt für den Körper auch nicht, ne? Also ich glaube, egal bei was man tut, man sollte sich einfach gut informieren, immer. Von mehreren Quellen, dass man halt wirklich weiß, sich bewusst ist darüber, was man halt gerade tut, ne? Aber generell finde ich, Agi, den Ansatz mit der Therapie, die du gemacht hast, richtig, richtig gut. Weil ich sag mal, bei dir war es halt so das Thema, dass du nichts gegessen hast, aber es gibt ja auch viele, die wirklich das Thema Essen, also kompensieren mit Essen, Verlust, Trauer, ja, oder Probleme, Stress, ne? Ja. Ja, klar, alles immer, ne? Also, ich hatte ja auch echt sehr dunkle Zeiten in meiner Vergangenheit, was das Thema angeht. Ja. Warum machst du eine Rückerinnerung? Da will man nicht mehr zurück, ne? Das stimmt. Das war schon bei mir ein bisschen grenzwertig. Da hat dann auch der Geist irgendwann gelitten. Also wenn du zu wenig Nährstoffe zu dir nimmst, da baut schon auch einiges ab. So. Hast du das, ja, das wollte ich gerade fragen, hast du das generell körperlich auch gemerkt? Also ich habe ein bisschen sogar das Gefühl, dass ich das bis heute so ein paar Sachen natürlich habe. Also du kannst schon natürlich den Hormonhaushalt, ist jetzt die Nummer eins, ne? Also guck mal, wie viele Jahre ich überhaupt keine Periode hatte. Ne, also das ist natürlich immer das A und O, wo du es bei Frauen halt gleich sehen kannst. Ne? Der Körper, der sagt sich, na, in diesem Zustand jetzt irgendwie schwanger werden, in irgendeiner Form, entschuldigen Sie bitte, Sie sind hier gerade am Hungertuch, am Überlebenskampf, da wird jetzt nicht noch ein zweites Ding drin wachsen können. Ne? Also so, der Körper, der ist ja schon auch schlau. Ne? Also was ja aber auch natürlich nicht nur durch jetzt zu wenig Nährstoffe, also es ist auch, haben ja auch Sportlerinnen, gibt es ja auch, die sowas haben, ne? Oder
Ja, also da hatte ich natürlich die ersten Sachen, wo du das richtig körperlich gemerkt hast, war halt wirklich diese ausbleibende Periode über Jahre. Und das war für mich ehrlich gesagt persönlich nie schön. Also ich fand es eigentlich immer furchtbar. Es gab ja Frauen, die auch essgestört, die finden das ganz toll. Juhu, keine Periode, aber für mich war das echt, ich habe mich immer gefühlt wie so ein Alien. Und ansonsten waren es halt bis heute, denke ich mal, auch viel so Schlafrhythmus, also Schlafstörungen. Und ich konnte dann auch eine Zeit lang einfach, gerade wo ich so extrem unterernährt war, also ich meine, ich bin jetzt 1,68 und ich glaube, so mein Tiefstgewicht waren so um die 40 Oh Kilo. Gott. Gibt es ja noch krassere Fälle, Oh aber es ist schon Gott. auf jeden Fall sehr wenig. Und da baut dann so, ich konnte irgendwie, ich habe so gefühlt, vielleicht eine Stunde oder drei mich gewälzt. Also wirklich, ich habe nicht geschlafen. Der Körper ist irgendwie die ganze Zeit, und ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeit, wo ich in Saarbrücken so in diesen Tiefzustand so geschwankt habe, ne? Ich war ja auch ständig nervös. Ja, das Also ich stimmt. war ja auch vom Typ her die ganze Zeit so irgendwie, ich hatte so Erinnerungen, ich konnte manchmal Leuten nicht in die Augen gucken, ich konnte kein Gespräch halten, ich konnte keinen Blickkontakt halten, weil ich war immer so. Schnell weggucken, hier, dies, das, keine Ahnung, Bewegung ständig, ne? Also so unterbewusst war man so ständig am Trubel, also eigentlich Überlebenskampf halt die ganze Zeit so, ne? Und das war dann echt eine krasse Zeit so. Und manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, was halt auch so heftig war, war dann später, ne? Also ich habe ja diese extreme Magersucht gehabt und irgendwann habe ich so Essanfälle gehabt. Aber diese Essanfälle waren so heftig, weil das war wie Blackout. Also ich habe wirklich, das war wie Blackout. Mein Gehirn, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so im Nachhinein. Ja. Der Körper hat mir einen Schlag in die Fresse gegeben, weil er verdammt nochmal überleben wollte. Und dann halt wirklich mich so weggebeamt, indem ich mich halt mit allen möglichen vollgestopft habe, ne, um zu überleben so. Also es war total krank. Also ich habe zum Beispiel nie gekotzt, auch weil ich konnte das nicht. Ich habe es zwei, dreimal probiert. Und es war mir irgendwie, ich habe mich davor gegruselt. Ich hatte so Panik davor. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber das war nicht meins. Also ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe das aber dann halt immer diese Essanfälle durch die nächste Hungeranfälle wieder kompensiert. Dadurch kamen die Essanfälle natürlich verstärkt. Also war Aber dann wie irgendwann. lange, aber hast du dann gar nichts gegessen in der Zeit? Naja, doch, doch, aber ich hatte wirklich einmal am Tag auch gegessen, aber wirklich so ein Schüsselchen Müsli. Also ich habe wirklich, manchmal habe ich natürlich auch so liebevolle Erinnerungen daran, ne? Weil das kranke Hirn, das war ja dann die große Liebe, der Liebesersatz, diese großartige Magersucht, die ja dann so dich komplett einnimmt und dieses Dünnsein, was ja wirklich so eine Obsession dann annimmt. Also irgendwann, also bei mir war es so, jeder ist ja anders, aber ich war dann irgendwann so, weißt du, habe ich mich immer angefasst, oh, wo sind die Knochen, wo ist das? Also es war wirklich wie so ein Liebesersatz, so mein Partnerersatz, also es war richtig krank, ne? Und ich hatte dann schon so Phasen, wo ich so, ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Eine Schüssel Müsli. Ach so, ja, morgens, genau. Ich habe so eine ganz kleine Schüssel Müsli, aber die dann wirklich eine Stunde gegessen. Also wirklich so ein Löffel. Ewig lang da rumgelutscht, rumgekaut, dann wieder ein Schluck Wasser. Dann wieder der nächste, das war ein Riesenritual, zog Ja, sich über eine. da erinnere ich mich noch dran. Keine Ahnung, wie lang. Ich konnte auch nur noch löffeln. Ich habe eh nichts Festes mehr gegessen. Ich konnte auch nicht kauen. Ich hatte Angst vor festen Lebensmitteln. Ich wollte alles flüssig. Echt jetzt? Also Das weiß ich nicht mehr. dieses Müsli war das Einzige, was ich so gegessen habe morgens. Und dann habe ich eigentlich immer nur so getrunken. Und das meiste war aber auch so, also eine Phase, wo ich dann wirklich so diese, keine Ahnung, Müller-Drinks oder irgend so ein Scheiß. Also so, Ach, oder diese wirklich Milch da wahrscheinlich, ne? noch schlimmer, die schlimmste Krankheitsphase, Alter. Das ist so krank. Freunde von mir, die es miterlebt haben. Das war richtig krank. 0,1% haltige Milch. Das war eh so mein Standard. Also ich hatte Ja. wirklich diese Milch. Dann so ein Löffel Karo-Kaffee. Und
ich Süßstoffdinger in Oh einer. Gott, nee, das weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Ganz krank. Also, weil das war dann wirklich, da ging es so um diese Geschmacksexplosion. Also, irgendwie so war das, war ja alles so. Also, wenn du das heute wahrscheinlich so einen Löffel nehmen würdest, da würdest du kotzen. Also wirklich, ne? Aber durch dieses ständige Hungern und dann sehnst du dich nach irgendwie so einem Geschmackskick. Und du spürst dann irgendwie nichts mehr, ne? Und dieser Süßstoff, ich habe diese Süße. Weißt du, so in Erinnerung habe ich das so, lecker, ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß noch, wie ein paar Freunde das von mir mitbekommen haben, die wirklich, die waren richtig, die waren schockiert. Ja, ich bin auch Schockiert. schockiert jetzt, wo du es sagst. Ja, jetzt, wenn ich so zurückdenke, aber es war natürlich so in Also das Erinnerung. mit dem Müsli weiß ich noch, weil ich weiß, irgendwie, keine Ahnung, es war total ein banales Gespräch, ich weiß auch nicht mehr, was wir gesprochen haben oder um was es ging. Aber auf jeden Fall war es ja so, wir kamen ja dann und wir haben ja gegessen, ne? Also wir haben ja auch Silvester dann zusammen gefeiert und so. Die Aki hat meistens nichts gegessen. Aber ich weiß noch, ich habe irgendwas zu dir gesagt vom e wegen Essen irgendwas. Oder weißt du, hat sie mich voll angefahren. Ich glaube, du spinnst. Ich esse doch nicht vor dem Fernsehen. Das Essen und ich, das ist mir heilig. Und ich muss alleine essen, ganz alleine für mich. Und ich glaube, deswegen hast du mir auch erzählt, dass du voll früh aufstehst, ja? Dass der Dings noch schläft, dass du in Ruhe wirklich essen kannst. Also da erinnere ich mich noch Jawohl. dran. Ich und meine große Liebe, ja, endlich allein. Das ist ja wie Sex dann. Das Müsli. Na, dieses Essen, dieses Ritual, ne? Also für so eine essgestörte Person, die sich dann da wirklich so hingibt in diesen Rauschzustand von. Ja, also wie gesagt, es war ja so ein Ersatz für alles. Dann irgendwann hat so ein Klick gemacht, ne? Deswegen, und dann Boah, und ich war. weiß noch, meine Mutter, ey, die konnte es nie verstehen. Immer, Agatschen, ess jetzt was. Ess, oh Gott, und ich immer, Mama, jetzt hör auf, die isst doch nichts. Du weißt doch, die ist. Ah, warum? Dies kann man essen. Dies ist nichts viel Kalorien. Dies ist gute Gemüse. Ja. Oh. Naja, weißt du, für meine Eltern war das bestimmt auch richtig schlimm. Die Also für Zeit. meine Mutter war das unverständlich. Die konnte es überhaupt nicht verstehen. Ja. Naja, wie gesagt, es ist ja auch eine Krankheit, ne? Irgendwann nimmt es halt so dich so ein und du Aber findest wann es. hat sich das dann wieder so reguliert von diesem Ja, wie extremen gesagt. Müsli? Naja, also ich meine, das hatte ja viele Faktoren bei mir. Es hat ja auch mit der Beziehung zu tun, die ich damals geführt habe und beendet habe. Das war ja auch so ein Thema dabei. Und naja, wie gesagt, mein Körper hat mich ausgenockt, ne? Also ich habe diese Essanfälle bekommen. Und die haben natürlich schon dazu geführt, dass ich auch sehr schnell dann relativ flott zugenommen habe. So, ne? Also irgendwann, wo dann dieser Peak vorbei war, ne? Wo dann auch die Trennung war. Da war es dann erstmal kurz in die andere Richtung gekippt, ne, durch diese ganzen vielen Essanfälle. Und naja, ich meine, ich war ja halt so, ich bin ja dann auf Reisen gegangen, ne? Also das war ja meine Therapie. Ich wollte ja, damals stand schon auf dem Programm stationär. Ich hatte auch schon Klinik und alles geplant. Und habe mich aber dann ja dagegen entschieden damals, weil ich irgendwie. Ja, das ist so mein Stolzdenken damals auch gewesen. Ich wollte halt alles alleine schaffen und ich hatte halt Angst zu dem damaligen Zustand, dass ich nie wieder rauskomme. Wenn ich einmal anfange in diese stationäre Therapie mit dem Kokon, wo du dann behütet und betütelt wirst, dann wirst du dein Leben lang in diesen Kliniken sitzen. So habe ich damals halt gedacht. Und dann dachte ich, nee, ich will was anderes machen erstmal. Und es war okay, also deswegen. Ich würde auch sagen, jetzt im Nachhinein denke ich, durch den Klinikaufenthalt, wenn der relativ früh gekommen wäre, vielleicht noch viel früher, direkt mit 17, dann hätte mir das vielleicht vieles erspart, so, wo ich jetzt im Nachhinein denke. Aber dadurch, dass mein Weg halt so war, wie er war, war ich auch erst 2022 bereit, so einen Klinikaufenthalt wirklich durchzustehen. Weil das war dann so, ich bin da hingegangen in der Klinik. Und es hat mir alles furchtbare Angst gemacht, aber ich konnte zum ersten Mal sagen, weißt du was, ich lasse mich jetzt hier auf alles ein. Ich kann danach,
wenn ich zurück bin, kann ich wieder meinen alten Scheiß fertig machen. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal auf ein, was kann passieren, ne? Ich kenne ja mein Schema, ich kann schlimmstenfalls mache ich wieder so weiter, ne? Und damals wäre ich nicht bereit gewesen. Ich hätte mich da wahrscheinlich stark rebelliert, gegen alle gekämpft, aufgelehnt, gegen die großen bösen Therapeuten und so. Das war schon immer so mein Ding, dass ich immer so anti, immer so trotzig, und ich glaube, das wäre damals wahrscheinlich nicht lange gut gegangen oder hätte mich wirklich in so eine Spirale, in so einen persönlichen Kampf dann noch so reinversetzt. Weißt du, so ich gegen die Therapeuten, die mich alle retten wollen. Und es hätte manchmal, das kann so einen Zustand auch verschlechtern. Weil ich hatte es einmal mit einer Therapeutin, die überhaupt nicht gut für mich war. Der wollte es dann, wie gesagt, meine Essstörung hat ja auch so begonnen. Ich wollte es halt beweisen, ne? Ich zeig's euch so. Das ist irgendwie so mein Ding gewesen, schon früher. Und das war so. Ich hatte einmal eine Therapeutin, die hat mich so genervt, dass ich extra für die dann immer dünner wurde, weil ich gedacht habe, ich ärgere die damit. Und die war auch völlig am Boden zerstört. So. Und das fand ich irgendwie geil. Das war so mein Psychospiel. Aber warum war die von der Art und Weise, was sie dir gesagt hat, oder? Naja, die wollten mir so die Welt erklären und das hat mir nicht gepasst. Ne? Also, das mag ich nicht, wenn Leute mir die Welt erklären. Ne? Haben Ja, sie also auch. was muss auch passen, ne? So ein Therapeut muss auch passen. Total. Also jetzt Ja. habe ich jemanden, der voll gut passt, und ich habe noch eine Gruppe sogar. Also ich habe so eine Gruppentherapie mache ich noch, und ist schon wichtig. Also für mich ist es eine gute Stütze, das therapeutisch begleiten zu lassen, so immer, solange es geht, ne? Weil Du, das ist generell auch gut, ne? Also für jeden wäre das gut. Ich meine, Amerika ist es ja schon seit Jahren so, dass jede große Firma einen eigenen Psychologen hat, ne? Wo die Mitarbeiter dann wirklich hingehen können. Und das wäre halt bei uns hier auch mal angebracht, ne? Weil ich glaube, wir sind ein Land, was wirklich eine sehr hohe Burnout- und Depressionsquote hat, ne? Und ich meine, es wird hier ja nach wie vor so runtergespielt, so Burnout. So, ne, der drückt sich vorm Schaffe oder so, gibt es ja super oft noch, ne? Wobei das halt einfach Dinge sind, die man nicht unterschätzen darf, ne? Weil die Leute sind irgendwann am Limit, ne? Aber um nochmal auf so alte, vergangene Geschichten zu kommen, ne? Also ich meine, bei dir war das ja auch mal so heftig, Jenny. Ich erinnere mich noch, wo du so, ich weiß nicht, was das für eine Phase war, aber da hattest du auch irgendwie so das Ding mit der, also so, da warst du auch so in Richtung Magersucht gegangen, ne? Da hast du auch morgens immer nur gegessen Ja, irgendwie, das dann den stimmt. ganzen Tag gar nichts mehr. Ja. Du bist auch immer dürrer geworden und so, ne? Du hattest ja auch mal so eine krasse Phase. Ja, das war, ja, ich erinnere mich auch noch. Ja, ich habe da auch tatsächlich, aber ich weiß gar nicht mal, wie ich da drauf gekommen bin, nur mit dem Morgensessen. Irgendwo hat es aufgeschnappt. Ich habe dann wirklich, ich habe morgens aber alles gegessen vor der Arbeit, ne? Weil ich war ja halt im Handel. Und dann hat man bis spät gearbeitet, dann abends um 8 Uhr nach Hause und dann noch Schnitzel mit keine Ahnung was essen, was die Oma gekocht hat, war halt echt schlecht für die Figur. Und aber ich glaube, damals war das auch bei mir so, Agi, wie du das beschreibst. Also es war so nach meiner ersten großen Liebe, sage ich mal, ne, wollte ich es mir auch so beweisen, ne, wie es, glaube ich, der Klassiker bei jedem ist. Und habe dann wirklich nur morgens gegessen, aber alles, ne? Also ich habe dann auch morgens eine Tiefkühlpizza gegessen oder das, was halt die Oma vom Vortag gekocht hat, habe ich dann morgens gegessen und dann halt wirklich den ganzen Tag nichts mehr. Und ja, das Ding ist ja halt, ich war, also als ich das gemacht habe, war ich ja auch nicht übergewichtig in dem Sinne, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich hatte halt immer eine weibliche Figur. Das war halt das Ding. Und was ich da abgenommen hatte, also so viel war das gar nicht. Also ich glaube, mein wenigstes Gewicht sowieso waren jetzt in der Zeit 58 Kilo. Weniger hatte ich nie. Ne, das war so, oder ich vielleicht 57 auch, ne? Vielleicht waren es auch 56, ne? Kann auch sein. Aber das war so das Wenigste, was ich hatte. Und es war damals in der Zeit. Aber davor, bevor ich das gemacht hatte, hatte ich vielleicht 63 Kilo, ne? Oder vielleicht auch 65 Kilo. Mehr war das nicht. Und da bin ich dann runter, aber hatte da auch so meine Phasen, ja. Auf jeden Fall. Viel gearbeitet, viel geraucht, viel Party, nur einmal am Tag gegessen, ja. Aber ja, ich glaube, das ist auch so das, dass jeder da irgendwo mal sucht, glaube ich, gerade in der Jungen, wenn man so in der Jungen, wenn man jung ist, dann sucht man einfach Bestätigung und man will ja irgendwo auch Anerkennung, ne? Und bei vielen Frauen ist es dann halt wirklich das Aussehen.
Ja, klar. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch Fälle, die polarisieren ganz an. Also die machen das über extremes Übergewicht. Ne? Also dieses Fettshaming gibt es ja auch einige, die halt wirklich dann diese Anerkennung wollen durch dieses kräftig sein und modeln und so. Ne? Gibt es ja auch. Also mittlerweile, glaube ich, sogar ist es noch schlimmer gesehen, wie wenn jemand schlank ist. Ne? Also das dicke Thema kriegt mehr Aufmerksamkeit wie jemand, der dünn ist. Sagen wir es mal so. Ja, klar, Ne? weil das so assoziiert ist mit Erfolg, mit Disziplin, mit dem und dem, Ja. ne? Ja. Also deswegen. Also ich passe immer noch nicht dazu. Ich bin weder zu dünn noch zu dick noch zu. Also und kleine gibt es leider irgendwie nicht. Also ich bin immer noch ausgegrenzt. Mal gucken, wann das Thema dran ist. Nee, Spaß beiseite. Ich wollte nur kurz auflockern, aber ja. Ja. Ist echt so. Ich wollte mal kurz hier ein bisschen locker. Nee, alles gut, aber es ist ja echt so. Heute, also wie gesagt, ne, vor ein paar Jahren hätte noch, oder in meinem Gehirn ist immer noch die ganze Zeit, ja, ich war dick, jetzt bin ich dünn, jetzt werde ich als Mann abgestempelt. So, jetzt, ja, aber du hast ja gar keinen Arsch, ja, ganz ehrlich. Geil. Was du zu viel hast, habe ich halt zu wenig. Ja. Also ja, wisst ihr, so, ich werde dann halt auch so, also ich habe nichts gesagt Wenig oder passt so. das Gehirn, junger Mann. Ja. So nach dem Ja, Motto. das Ding ist halt einfach, ich finde, wie gesagt, man läuft, ich sage immer, man läuft in niemanden seiner Schuhe und man guckt jedem nur vor die Stirn. Und niemand weiß, was in einer Person vorgeht. Und Ja. dann einfach lapidar Aussagen zu treffen, ist bei manchen Leuten gefährlich sogar. Wirklich sehr grenzwertig. Man muss halt einfach, ich sage halt immer, mein Lieblingsspruch für dieses Jahr ist einfach mal Hirn einschalten, ne? Bevor man plappert und gackert, einfach mal Hirn anmachen, ein bisschen nachdenken. Das wird schon einfach bei vielem helfen. Weil das Ding ist halt einfach auch, wie gesagt, man läuft in niemand seinen Schuhen. Ich meine, beim Dommer zum Beispiel ist jetzt so, der hat eine ganze Weile Kortison genommen. Der hat ja schon mit 23 seinen ersten Bandscheibenvorfall gehabt. Und das Thema ist halt echt, mit seinem Rücken ist, ja, dann halt noch das Extrembodybuilding, ne? Hat halt auch für den Rücken gesorgt. Und der hat jetzt eine ganze Zeit lang krass Kortison genommen. Und klar, durch das Kortison ist man aufgeschwemmt. Ich meine, du weißt ja selber vom Angelo, ja, das geht ja so, ne? Also du nimmst eine Woche Kortison, bums, Ja. gefühlt 10 Kilo drauf, ja. Und man ist dann halt aber auch, man ist nicht dick, sondern man ist wie auf, ne, so richtig so Geschwemmt. aufgeschwemmt, ne? Ja. Ja. Und ne, das ist ja, sage ich mal, bei ihm jetzt auch der Fall durch Medikation, wie jetzt bei mir auch. Ne? Ich meine, um Gottes Willen, wir haben für uns unser Schema, wo ich sage, wir hatten da 5 Jahre Ruhe, haben unser Gewicht gut gehalten, mit einfach ne, dieser Ernährungsumstellung, da kommen wir auch wieder hin. Aber deswegen sage ich, ne, also jeder, der sich das Maul zerreißt, soll einfach froh sein, dass er gesund ist, weil man muss immer dran denken, man lebt viele Jahre und man weiß nicht, was in diesem Leben noch auf einen zukommt und passiert. Und warum Menschen sind, wie sie sind. Und es gibt auch Menschen, die sind super dünn und haben einfach auch Krankheiten, ne? Also keine Ahnung, ob das jetzt eine Diabetes ist, die sich so auswirkt oder ob das Schilddrüsen ist, ne? Und so gibt es auch Übergewichtige. Und solange man das nicht weiß, sollte man froh sein, dass man ist, wie man ist und vor allem, dass man gesund ist, weil es kann dich auch erwischen. Niemand ist davor geweiht, ne? Also deswegen. Deswegen, also Psyche ist einfach das A und O auch, ne? Wie du deine Einstellung dir selbst und den Mitmenschen gegenüber, ne? Ja. Deswegen, also ich bin auch der Meinung, das ist also egal, welche Krankheit, ob wir jetzt in dieses dicke Extrem gehen oder in das dünne oder jetzt wie bei mir zwischendrin, weil sie nicht weiß, wo sie hingehört, so auf die Art. Ja, da denke ich mir halt, ja, das ist halt so. Wie soll ich sagen? Ja, wie du auch schon gesagt hast, ihr wisst zum Beispiel, keiner kann ja in meinen Kopf reinschauen. Ihr wisst Nee. ja gar nicht, weißt du, ich stehe genau zwischendrin. Ich esse super gern, aber ich habe auch Angst, weißt du, so. Es ist so schwierig und ich kenn auch einige Kollegen auch, die von der Arbeit zum Beispiel auch so ein ganz, habe ich auch zum Beispiel so ein extremes Beispiel, aber jeder, weißt du, jeder guckt ja dann so. Aber keiner weiß, wieso, dass da ja aber zum Beispiel was in seinem Leben passiert ist mit Verlust von Menschen. Das weiß ja keiner.
Ja, und das sind so Dinge, da denke ich mir mal, und weil du jetzt auch gesagt hast, ne, jeder soll mal, also bei mir mein Spruch ist für dieses Jahr, wenn jeder mal vor seiner Nase mit seinen Gedanken mal bei sich bleiben würde, da brauche ich auch nichts Schwalle. Ja, das stimmt. Sollte Sorry, eigentlich an der also, Haustür kehren. ja, guck doch mal du, weil, weißt du, oder wie du sagst, ne, schalte mal den Kopf ein, bevor du was sagst, weil auf der einen Seite, ja, du guckst halt nicht, nein, du weißt da nicht, wenn jemand dünn ist, wie jetzt zum Beispiel bei der Aki, was ist so passiert? Ja, sie ist jetzt dünn, das ist das Endresultat, aber was schon davor passiert ist, ja, oder überhaupt bei mir in der Kindheit, bei dir in der Kindheit, bei jedem, keiner weiß es und nicht jeder erzählt es so raus, weißt du? Wahrscheinlich kaum Ja. jemand. Man erzählt es seinen besten Freunden vielleicht noch, ne, und dann gut war's. Vor allem muss man halt ganz klar sagen, ich meine, ja, die Dinge sind halt, ich sag mal so, für jeden sind auch Dinge anders schwer. Was für Ja. mich, wo ich sage, ja, jetzt stell dich nicht so an, für einen anderen ist es halt schon gefühlt, oh Gott, wie soll ich das machen, diese Angst, das zu überwinden. Ne? Also Ja. jeder hat ja sein eigenes Päckchen, was er trägt. Und das Ding ist, jeder geht halt, im Leben geht man durch gute und durch schlechte Zeiten. So ist es halt einfach. Und der Ja. eine steckt halt die schlechten Zeiten einfacher weg und der andere steckt sie halt weniger einfach weg. Aber es wird immer irgendwo, wird es immer Spuren hinterlassen, wenn man was durchlebt hat. Ne? Also natürlich auch die Erfahrung, die man daraus nimmt. Man wird reifer und man wächst auch an Hürden. Aber letzten Endes macht es ja was mit einem. Ne? Und ja, wie gesagt, ich sag mal so ganz ehrlich, so wie es ist. Ne? Also bei der AG oder bei uns allen kann man sagen, für das, was wir schon erlebt haben, würde es andere Menschen geben, die vielleicht labil sind und hätten sich vielleicht schon das Leben genommen. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Weil ich meine, es waren ja wirklich, ja, bei jedem richtig krasse Zeiten einfach, ja. Also ich meine, wer sagt denn jetzt, ich nehme einen Rucksack und laufe jetzt mal durch Irland, weil es anders nicht mehr geht, ne? Also ganz ehrlich, das muss man sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ganz ehrlich, da kann man auch mal stolz auf sich sein, dass man das einfach durchstanden hat und dass man heute hier sitzt und darüber reden kann. Andere sitzen hier nimmer, die können nimmer darüber reden. Es ist Ja. wirklich so. Genau, und auch an der Stelle nochmal, so Austausch ist halt voll wichtig, ne? Ja. Also ich meine, wir können uns jetzt so austauschen. Ich meine, das ist auch wichtig, wenn man mit sich selber irgendein Thema hat. Ne? Selbst wo ich jetzt da in die Landschaft gezogen bin, ne? Also das, was ich gelernt habe, ist mitteilen, um Hilfe bitten. Therapie habe ich genau dasselbe wieder durch. Mitteilen, um Hilfe bitten. Nicht in dich reinfressen, du kriegst das mit dir selber alles geregelt, das sind deine Probleme, das sind deine Sorgen. Nee, wirklich rausgehen, mitteilen. Und das ist der erste Schritt für jede Heilung irgendwo, weil das tut allen gut halt, wenn man sich selber Ja. mitteilen kann mit seinen Ängsten und dann auch, also das ist auch wichtig, weil am Ende frisst dich sonst die Krankheit wieder, die will mit dir alleine sein. Jede Sucht, also auch bei allen möglichen Suchtkrankheiten, die Sucht will immer mit dir alleine sein. Und das gilt es halt immer zu durchbrechen, immer wieder zu durchbrechen. Ich hatte mal eine Tanzschule, ein Kind, oh, ich hatte drei, die magersüchtig waren, aber die eine war so mein Liebling, sage ich mal, und ja, die ist jetzt halt auch, die wird jetzt auch Tanzlehrerin, deswegen voll, also voll süß. Aber die hat auch Magersucht gehabt und die hat mir erzählt, dass sie, also ich habe auch so eine Stimme im Kopf, ne? Ich nenne das immer mein Quatschi, der erzählt mit mir so, ne? Zum Beispiel früher, es hat schon als Kind angefangen, wenn ich mich über was geärgert habe, aber dann vielleicht nichts gesagt habe, so, weil ich mich nicht getraut habe, dann war ich immer zum Beispiel im Bad und dann habe ich auch manchmal mit mir selber geredet. Ah, das hättest du noch sagen können. Da habe ich das ausgesprochen, was mein Kopf denkt. Jetzt ist diese Stimme alleine, sage ich mal, ja, und redet mit mir. Ich muss jetzt nicht mehr alles aussprechen. Aber sie hat mir erzählt, ihre Stimme, sie hat sie dann irgendwie auch die böse Rebecca oder, also am Anfang war es die böse Rebecca. Hat ihr halt einen Namen gegeben. Und dann war es aber irgendwie ihre Freundin Rebecca, weil sie will ja nur auf sie aufpassen. Weil die hat ihr halt im Kopf alles verboten. Also die hat mir auch zum Beispiel erzählt, wenn die im Einkaufen war und stand vorm Ölregal, hat die Schmerzen gehabt. Ja, weil sie so Angst hatte vor diesem, das zu essen. Die Aki nickt schon, die kann es wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Die konnte das nicht, und sie wurde so auch therapiert mit Einkaufen gehen,
frontal drauf zusammen kochen, soweit ich das, glaube ich, mitverfolgt habe oder noch im Gedächtnis habe. Die hat da auch so gelernt, wie die dann zusammen kochen, gesund mit Olivenöl, also, weil sie muss ja irgendwo auch Fette zu sich nehmen, ja, so gesunde. Wie und mit Nüsse und so. Die hatte Schmerzen, wenn die vor dem Regal stand, ja? Ja, also ich habe auch so einen Tick, jetzt nicht mit Magersucht, aber zum Beispiel, was ich gar nicht leiden kann auf der Arbeit, Mindmaps, bin ich raus. Das ist mir alles durcheinander. Da stehe ich da, mein innerer Monk kriegt da einen Nervenzusammenbruch. Ich habe wirklich schon da gestanden und habe gesagt, könnt ihr die bitte, die Post-its alle untereinander, sonst kriege ich einen Flipper. Und dann hat der eine Kollege, der war der Chef in dem Moment, der hat es dann gesehen, dass ich dann so, weißt du, ich war wirklich so, weil es hat mich total irritiert. Und deswegen, ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch irgendwo Ticks, wo ich auch so bin, dass ich innerlich, das tut weh, das ist wirklich so, oh, ich kann es dann auch nicht sehen. Das macht mich wahnsinnig. Und dann, ich stehe wirklich, ich habe so da gestanden, so, oh. Und dann hat er gesagt, so schlimm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es nicht sehen, es macht mich gerade Kirre. Ich kann es auch nicht. Ich bin ja auch so jemand, wenn ich einen Fehler geschrieben habe, reiße ich die Seite raus. Egal, wie weit ich schon bin. Ja, das ist so Sachen. Deswegen, ich kann es ganz gut nachvollziehen. Aber das war so krass, das zu hören. Mittlerweile geht es ihr auch gut. Die ist auch wieder ein bisschen fülliger. Also jetzt nicht ne, fülliger für jemanden, der magersüchtig war, sage ich jetzt mal. Ne? Also ganz normal. Schöne Figur und sie hat, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch überwunden. Aber die hat halt gesagt, die Stimme redet mit ihr und die hat ihr Dinge gesagt, nein, esst es nicht und es ist schlecht. Und so wie ich das wahrscheinlich habe, den ganzen Tag so gefühlt, ist es jetzt richtig, was ich sage? Denkt ihr jetzt schlecht über mich oder soll ich so oder ah, nee, oder doch so? So ist es bei ihr, war es bei ihr mit dieser bösen Person in ihrem Kopf, die immer gesagt hat, aber das, ich fand es ganz gut von dem Therapeuten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das so aufgegriffen hat und diese Person oder diesen, ich nenne meinen einfach Quatschi, ja, und diesen Quatschi, den sie im Kopf hat, einfach so umgedreht hat ins Positive, weil er hat dann, die haben das so irgendwie gedreht, dass diese Rebecca da, die will halt nur dir helfen. Du sollst nicht so viel davon essen, weil sie will aufpassen auf dich, dass es dir dann nicht schlecht geht wiederum. Weil sie hat es so gut umgedreht für das Kind, die war ja damals auch so Teenie, so 13, dass sie das relativ gut mitnehmen konnte, für sich wahrscheinlich auch. Also die Stimme wird es wahrscheinlich immer noch geben. Ich kenne das von mir, ich war nie magersüchtig, aber ich habe schon immer Probleme und mit diesem dick und dünn und Tänzer sein und ich muss so sein und das redet immer wieder mit dir. Das ist, du hast Phasen, die sind gut, dann ist es wieder so, ja, ich bin die Schönste, heute fühle ich mich gut, vielleicht hast du auch einen guten Haarschnitt oder irgendwie so, vielleicht auch einen Partner, manchmal ist es bei mir auch partnerabhängig und dann gibt es wieder Phasen, da gucke ich in den Spiegel und ich sehe eine Tonne und ich fühle mich super hässlich und dann frage ich mich, habe ich mich auch schon oft gefragt, ich würde gerne mal durch Akis Augen sehen, so wie sieht sie mich, weißt du, sehe ich überhaupt richtig, was sehe ich überhaupt das richtige Spiegelbild von mir, weil wenn ich die Jenny frage, sagt die, ich weiß nicht, du hast eine male Latte am Zaun, wo will du noch was weg, aber innerlich aber das ist tatsächlich so, man sieht es nicht richtig, also ich sehe mich, glaube ich, gar nicht, weil, so das, was ihr seht, also ich habe mich auch immer dick gesehen, also egal, wenn ich heute Bilder sehe, denke ich, das war doch dick, aber in dem Moment, ich habe mich dick gesehen, wenn ich in den Spiegel gucke, ne. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind dick und sehen sich dünn. Also das gibt es auch, finde ich. Ne? Also ich kenne auch Leute, die dann irgendwie eine total falsche Wahrnehmung haben, wenn sie zum Beispiel eine Kleidergröße von der Stange nehmen. Ne? Habe ja im Textileinzelhandel gelernt, ne? Wo ich dann denke, gibt es auch welche, die feiern sich total. Und es gibt aber auch viele, sehr viele, kenne ich, die wirklich schlank sind, dünn sind und sehen sich dick. Oder denken, sie sind dick, ich weiß nicht. Ja, es gibt ja auch diese Körperschema-Störung, ne? Also ab einem gewissen Zeitpunkt, je nachdem, ist ja dein Gehirn auch manchmal ein bisschen. Also ich denke nur ganz gerne dran zurück, weil jetzt sehe ich mich schlanker, als wo ich zurückdenke, wie ich mich damals gesehen habe, wo ich halt, keine Ahnung, 15 Kilo weniger war, ne? Und das erinnere ich mich manchmal dran. Aber du hast auch nie enge Sachen angehabt, ne? Du wolltest immer weite Sachen anhaben, ne? Ich hatte auch, glaube ich, irgendwann mal eine Phase, wo ich auch ganz viel Enges anhatte. Aber
Ja, also wie gesagt, ich weiß nur zumindest von der Erinnerung her, dass wenn ich mich auf Fotos jetzt anschaue und daran zurückdenke, wie ich mich damals im Spiegel gesehen habe, das finde ich halt spannend, weil da weiß ich halt noch, dass ich mich so krass gefühlt habe, wie ich mich jetzt heute auch nicht mehr fühlen würde. Also ich bin Ja. natürlich noch selbstkritisch und so immer wieder, also das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Also wie gesagt, wie diese Stimme im Kopf, das war ja ein schönes Beispiel, weil klar, hat ja vielleicht auch erstmal eine gute Seite, ne? Dass man sich selber auch ein bisschen mal im Griff hat und kontrolliert, ne? Dass man sich nicht gehen lässt so komplett und das Leben halt, weißt du so. Aber ab wann wird es halt krank, ab wann wird es eine Suchtstimme so, die dein eigenständiges Denken nicht mehr zulässt, sondern eigentlich nur noch so, ne? Also, das ist halt natürlich auch ein schönes Beispiel, weil, also wir haben das ja auch gehabt, so. Es gibt ja auch einen Grund, warum das irgendwann aufgetaucht ist. Also manchmal, es hat ja einen bestimmten Grund auch gehabt, ne? Es war am Anfang auch ein emotionaler Schutz, so in diese Essstörung zu fliehen, damit man sich halt mit anderen Sachen nicht auseinandersetzen muss, weil man vielleicht noch zu schwach dafür ist oder irgendwie das Gefühl hat, man kriegt es nicht auf die Reihe, so. Und dadurch war das dann eine Verschiebung von, ne? Aber wenn es dann so ein Selbstläufer wird und wirklich so eine Krankheit, dann ist es halt schwierig, da wieder rauszukommen, ja. Das ist halt. Ich glaube, Aber ich manchmal gibt glaube, spricht nicht jeder mit sich selbst. Also ich weiß nicht. Also ich habe das als Kind immer gemacht. Ja, denke ich auch. Also ich denke halt wirklich so, gerade bei auch, wie gesagt, mit ab wann wird halt auch eine Störung oder ab wann wird es irgendwie zur Sucht? Es gibt, glaube ich, schon so einen Peakpunkt, also, ne? Und ich Ja, ich glaube, wie glaube. gesagt, Ja, sag. also wenn du sagst, du kennst niemanden, der keine Essstörung hat, ne? Das ist so, wenn ich jetzt mit meinen Kolleginnen vergleiche oder mit Leuten, die dann auch immer so, oh, weißt du, ich bin so dick oder dies oder ich kann das nicht essen, aber es ist alles so witzig, weißt du, es ist alles so, eigentlich ist es kein wirkliches Problem. Es ist ein Ja. dieses immer und jeder hat es so, aber es ist nicht schlimm. Wenn du aber alleine da hockst und wirklich dich so hasst und die Welt und alles, ne? Also wenn es halt wirklich dein Leben so, das ist dann wirklich eine Sucht, eine Störung, ne? Aber wenn du jetzt so wie jeder da mal irgendwie mit seinem, ne? Ja, ich denke, es kommt halt immer drauf an, wie ist so das, wie ist es halt wirklich, ne? Also was sagt deine Stimme dir wirklich, wenn du alleine bist? Und wie ist halt auch das Essverhalten, ne? Also, und warum sind Dinge so, ne? Ich meine, natürlich ist es jetzt, sage ich mal, im Prinzip egal, ob jemand 10 Kilo zu viel, 10 Kilo zu wenig hat. Um Gottes Willen, natürlich ist es nicht so schlimm, dass man wirklich eine Stimme hat, die einem Essen verbietet, ja, um Gottes Willen, oder dass man da wirklich schon fast am Hungerstuch nagt, am Todestuch nagt, ne? Also so schlimm nicht, aber ich denke schon, dass wirklich über Essen sehr, sehr viel kompensiert wird und dass wirklich sehr viele Menschen ein gestörtes Essverhalten haben, also wirklich eine Essstörung. Muss ja keine Sucht sein, dass man sagt Magersucht, Fettsucht, aber wirklich eine Essstörung. Und ich denke, der Hebel, in der an der Gesellschaft gedreht wird, ist der falsche, weil es wird immer an dem Hebel Ernährung gedreht. Es wird immer so, mach mal eine Diät, mach mal eine Ernährungsumstellung, mach mal dies. Aber der Hebel Psyche, der wird gar nicht in Betracht gezogen. Und ich denke, dass einfach die Ursache die Psyche ist. Und wenn man an dieser Ursache arbeiten würde, dann würde man vielleicht auch, also dann wäre das Thema Essen, wie du sagst, Agi, gar kein Thema mehr. Weißt du, weil du würdest ja dann wahrscheinlich, wenn du diese Ursache beheben würdest, dann würde dein Essverhalten von alleine irgendwo normaler werden. Ja, Ne? genau. Klar braucht man vielleicht eine Anleitung, was ist gesund, was ist ungesund, was ist so. Was Aber steckt dahinter? ja, Nicht aber es ist nur einfach falsch. Und das ist das, was die Shalima sagt, das ist das richtige Beispiel. Es ist ja nach wie vor so. Das ist ja wirklich krank. Du gehst zu einem Arzt, der ein Studium absolviert hat, der einen Doktortitel hat. Und das Erste, was ein Arzt zu dir sagt, wenn du, sag ich mal, zu viel auf den Rippen hast, ist das Gewicht. Also egal, was für eine Krankheit du hast, der Arzt wird sagen, du hast Übergewicht, nimm mal ab. Ne? Aber das ist ja nicht die Lösung. Also du siehst, das Gewicht, was man sieht, ist ja einfach nur das Endresultat. Das Endresultat, was entstanden ist durch eine Ursache. Zum Beispiel, wenn ich halt Cortison nehme,
weil ich Rückenschmerzen habe. Dann habe ich jetzt halt zugenommen. Also müsste ich ja eigentlich an den Rückenschmerzen arbeiten, dass ich das Cortison immer brauche. Und dann würde sich das Gewicht ja auch regulieren. Aber man arbeitet ja nie an der Ursache. Man versucht ja immer nur, das, was man sieht, zu beheben, ne? Oder das irgendwie stillzulegen. Und ich finde, ein Arzt, gerade bei jungen Menschen und Kindern, wie jetzt die Ärztin bei dir, hätte nicht sagen sollen, iss mal weniger Nudeln mit Soße, ja? Sondern die hätte vielleicht mal fragen sollen, wie geht's dir, ne? Ist es in der Schule alles rund? Ist zu Hause alles rund, ne? Oder vielleicht auch gar nichts sagen, weil du mitten in der Kindheit warst im Wachstum und es normal ist, dass man da halt mal eine Zeit dick und mal eine Zeit dünn ist, ne? Aber es fängt halt da an. Die Ärzte müssten dann halt eher sagen, hier, ich gebe dir mal eine Überweisung, such dir mal bitte einen Therapeut, ne? Und erarbeite mit einem Therapeut, wo die Ursache dafür liegt, dass du Über- oder Untergewicht hast oder, ne? Ich finde, das wäre halt also in meinem Fall hätten sie eine gute besser Lösung. Einfach gar nichts gesagt. Ja. Das hat sich so bei mir eingebrannt. Und dann noch mit diesem Tänzer. Man weiß, das wäre dieses etwas schlankere Ich wäre vielleicht automatisch gekommen, weil ich ja eh Ballett getanzt habe. Ich wäre wahrscheinlich nie so pummelig geblieben oder so. Ich war schon ein kleiner Bobbel da. Also was heißt pummelig? Nee, ich hatte halt einfach mein Babyspeck und so, halt wie man halt als Kind ist, bisschen Pausbeck schon so. Aber ich war nie ein großartig dickes Kind, dass ich das jetzt wüsste. Also klar, ich war jetzt auch nicht. Es gibt ja so ganz, ganz dünne Kinder, die haben dann wie so Streichholzbeinchen und gar nicht böse gemeint. Und ich war halt ein Kind, hat halt Bär gehabt. Ja, aber ich war so mitten drin, wisst ihr, ich war kein dünnes, kein dickes, einfach ein normales. So. Ja. Ich sag jetzt nur, wenn man normal in Off, ich, ne, in Off, Ja. was ist normal? Also nicht falsch verstehe. Deswegen, also, die hätten besser einfach, manchmal ist es besser, man sagt einfach gar nichts. Weil ich denke, ach, zum Beispiel, wenn jetzt zu mir jemand im Alter gesagt hätte, pass mal auf, du bist ein klein bisschen zu schwer. Natürlich hätte mich das auch getroffen. Ich bin immer noch so ein sensibler, emotionaler Mensch in irgendeiner gewissen Art und Weise. Aber ich kann doch jetzt als erwachsener Mensch einfacher damit umgehen. Ja, vor allem da muss man eins bedenken. Okay, als Kind jetzt nicht, aber später. Ja, aber so warst du, mit warst, 50, 60 hätte es doch auch ja. gelangt, oder? Nee, aber vor allem, ich meine, du warst Tänzer, ja. Und ich meine, es ist ja bekanntlich, dass War doch Muskeln. 4 Jahre alt oder 5. Ja, nee, ich meine später raus, ne? Also, Also du warst ja später raus Tänzer. Und im Endeffekt ist es ja nachweislich so, dass man sagt, Muskeln wiegen mehr wie Fett. Und du warst ja richtig durchtrainiert. Ne? Ja, also ich hatte so Oberschenkel. Ist ja aber logisch, dass du mehr wiegst wie jetzt jemand, der nur Haut und Knochen ist, weil du halt ja richtig, ne, muskulös, eine Sportlerfigur. Du willst auch keinen Schwimmer treffen. So ein Profischwimmer, der, keine Ahnung, 40 Nee, die haben Kilo ja auch wiegt. so Kreuz wie Ja, ich. die Also haben die ja sind ja, richtig. ich habe jetzt kein Kreuz, aber zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich habe rechts und links jeweils 1 Zentimeter mehr Schulter, als meine Hüfte breit ist. Ne? Wenn du die Hüfte von vorne nur von links nach Ja. rechts möchte. Und es ist überall, ich bin ob ein Tick breiter wie ohne. Also rein theoretisch habe ich eine männliche A-Figur so ein bisschen. So. Ich habe schon einen Ja. Teil, ja, aber wisch so. Ja, aber deswegen, also ich habe ja auch Oberbreit breit und deswegen, also ich habe das ja auch durch den Sport. Ja, na klar. Also zum Beispiel auch gerade, wenn ich andere Mädels auf hasse, also ich hasse das ja, dass ich ob es so breit bin, aber gut, ist halt jetzt so. Wenn ich andere Mädels auf hasse, die sind auch so, ob es so schmal, wisch es so. So Ja. ist nichts. Es ist so dünn. Die dann vielleicht meine Größe haben. Aber gut, ich kann mich mit denen einfach nicht messen und ich darf das auch nicht, weil dann Nein. drehe ich völligst ab, weil ich bin einfach sportlich gebaut. Ich werde niemals oben so sein, weil das ist einfach anatomisch nicht möglich. Und fertig, es ist halt so. Ich muss es einfach Was war denn der akzeptieren. Zusammenhang eigentlich damals von dieser Ärztin? Also was war denn das für eine Ärztin? Also meine ganz normale Kinderärztin, ich war da wahrscheinlich einmal so zum Check-up, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch, die hat es zu mir gesagt. Das kam mir auf einmal, weil ich wirklich lange gegraben habe mit der Jenny, weil wir haben schon öfter über mein Essverhalten gesprochen, weil ich ja auch immer nur kleine Portionchen esse oder ich esse dann einmal groß und dann war es das wieder. Ist der Jenny ja auch schon öfter aufgefallen. Oder wie hast du immer gesagt, Mäusehäppchen oder sowas. Ja. Also ich esse schon, ich habe, also bei der Jenny, ja, ich habe gesagt, nee, und ich esse nur so, aber dann noch ein Stück Kuchen, will ich, also ich habe schon gegessen. Also brauchst du jetzt, denke ich, keiner so um mich so großartig. Also ich muss schon gucken, weil rein psychisch, wenn ich das jetzt so alles raushol, wie ich war und alles, Ja. dann ist es halt, ja, wenn ich das jetzt rein psychisch, wie gesagt, nochmal raushol, was da alles war,
verletzt mich das schon ganz sehr und holt mich da auch wieder so krass, was ich eigentlich im Unterbewusstsein immer durchlebt habe. Allein schon Kinderärztin, dann Tänzer, Ballett. Jenny, du warst in derselben Ballettschule wie ich. Du weißt, wie die aussehen. Ja. Kann ich halt überhaupt nicht mithalten. Und es war für mich immer ein Problem. Dann Kate Moss-Zeit. Also ich würde sogar sagen, viel, was du um dich siehst, Medien, Gesellschaft, die drücken dich dahin. Ja, sowieso. Wieso kann ich nicht tanzen? Weil ich klein bin und weil ich 3 Kilo mehr habe. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Was ein Bullshit. Ja. Warum kann ich kein Model werden? Ich bin hübsch. Warum nicht? Nur weil ich klein bin. Dann schneide mir das Kleid doch kleiner. Wo ist das Problem? Ja, ja, stimmt. So Sachen, weißt du, das ist einfach Gesellschaft und Medien. Hat sich ja auch ein bisschen. Wenn man sich die Modeindustrie anguckt, ich meine, wer hat die Mode? Die Modeindustrie ist entstanden von schwulen Typen, die halt gerne so knabenhafte Frauen da in ihren Sachen sehen. Ne? Also es ist ja, ja schon auch manchmal so, wenn man so ein bisschen psychologisch... Ja, stimmt eigentlich, Aki, wenn du das sagst jetzt, ja? Ja, natürlich. Stimmt. Ja, die Gesellschaft macht natürlich viel, ne? Also ich sag mal, das Ding ist ja auch, Übergewicht ist ja auch sowas wie Schutzwall, ne? Also mir geht's gerade nicht gut, ich baue einen Schutzwall auf, dass keiner an mich drankommt, ne? Oder ich meine, es hat ja auch viel, ich sag mal so, wie gesagt, ne, bei mir war es halt immer dieses Verbotene, wo man dann halt Lust drauf hatte, aber natürlich auch dieses Gefühl, man ist nie gut genug, ne? Also ich kann ja sowieso machen, was ich will, ich bin eh nie gut genug, also habe ich dann halt wenigstens eine Schokolade gegessen, so auf die Art, ne? Also gibt's ja wirklich halt viele Ursachen dafür, deswegen, wie gesagt, ich wäre halt dafür, dass man ein bisschen mehr in solche Therapiezentren einfach investiert, ne? Dass man sagt, hier, oder auch kann ja auch so eine Gruppentherapie sein, oder es gibt ja sämtliche Therapiemethoden, es gibt ja nicht nur, ich gehe zum Therapeut oder Psychologen und spreche mit dem, es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Methoden, wie man sowas aufarbeiten kann, und ich wäre halt für den Ansatz eher wie dieses Plumpe immer, ah ja, dann nehmen sie mal ein bisschen ab. Ne, vor allem auch dieses, nehmen sie mal ein bisschen ab. Ja, okay, gut, aber jetzt sagst du, ich kenne super viele Leute, die immer gärtenschlank waren und ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben, ob es jetzt die Wechseljahre waren oder die Pubertät, ne, einfach zugenommen haben, aber vorher essen konnten, was sie wollten. Ja, jetzt sag mal dem, dann machen sie mal Diät, der weiß gar nicht, was Diät ist. Ne? Das ist halt auch schwierig. Naja, aber Therapie ist natürlich auch, man muss es ja auch wollen. Ne? Man muss sich Das schon stimmt. Auch bereit sein, sich darauf einzulassen. Und Das stimmt. Aber wenn das gesellschaftlich normaler werden würde, ne, ich meine, um Gottes Willen. Das auf jeden Fall und auch ein bisschen leichter. Ja, also, ja. Gänge ein bisschen erleichtern, weil ja. das ist ja immer das Spannende zu gucken. Du brauchst Ja. ja unglaublich viel Kraft, um das anzugehen. Ja, und dann Also, heißt, naja, also vor einem halben Jahr haben wir nichts frei, heißt dann oft, ne? Ja, Also, und überhaupt, weißt du, klingel dich mal durch ja. die Woche durch. Guck Ja. dir mal die Therapeuten an, jeder hat eine andere Sprechzeit, hockt dich Ja. dran, also musst du ja wirklich auch Ja. Ausdauer haben. Manchmal, wenn du gerade in so einem Scheißzustand bist, wo du gar nichts mehr geht, das ist halt immer das Fiese, wo ich manchmal denke, klar, die Leute, die es schaffen, eine Therapie zu bekommen, die haben es dann auch am Ende gewollt und deswegen auf jeden Fall berechtigt. Aber es gibt halt auch solche, die es einfach extrem dringend brauchen und einfach diese Kraft Ja. nicht schaffen. Ne? Und die kommen dann in keine Therapie, weil sie es einfach nicht schaffen. Das ist einfach, ich sehe das immer wieder, das Elend. Wo dann jeder, ach ja, ich müsste halt, aber es ist zu Ja. anstrengend. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Vor allem bräuchten wir viel mehr Psychologen. Wäre gut, wenn viel mehr das, ja, wenn viel mehr den Studiengang vielleicht auch machen würden oder wir einfach mehr Therapeuten kriegen würden, ne? Ja, es hat ganz unterschiedliche Gründe auch. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mich da mal zeitlang mal beschäftigt. Ja, es ist schon nicht so einfach, deswegen Ja. ja. Ja, vor allem, ich meine, das wird ja auch für viele Themen helfen, nicht nur für das Thema jetzt, sage ich mal, Essstörung, sondern es gibt ja super viele Themen, die man einfach wirklich aufarbeiten sollte, ne? Viele Ja, Themen, natürlich. Kindheit,
Alleine die Kindheit ist ja schon ein Brocken, an dem man lang genug arbeiten kann, bis man das mal durchschaut, ne? Aber deswegen, also es wäre viel besser, wenn es da mehr Stellen geben würde, einfach. Ja. Ja, und auch einfach genau das Ganze ein bisschen leichter Ja, und und wie gesagt, stärker. also ich meine, es ist ja heute schon gesellschaftlich weiter, ne? Also ich meine, ich erinnere mich nochmal einfach nur 10 Jahre oder vielleicht 15, 20 Jahre zurück, wenn man da gesagt hat, man geht zum Therapeuten oder Psychologen, dann wurde man angeguckt, ach Gott, ist der Ja, verrückt? das wollte ich auch sagen. Meine Mutter, die hat immer gesagt, weil ich hätte auch damals Ausraster und alles. Ja, ich war total. Aber ich kam halt einfach mit mir selber nicht klar. Ich sah nicht so aus, wie ich aussehen wollte. Also ganz harte Schocknummer. Ich kann das mal kurz erzählen. Und da stand ich wirklich, weil ich habe mich so gehasst, wie ich aussehe. Da stand ich bei meiner Mutter vor ihr und habe gesagt, wenn du jetzt noch einen Schritt kommst mit dem Messer, dann bringe ich mich um. Ich will nicht mehr so aussehen. Ich sehe aus wie du. Für eine Mutter furchtbar. Überleg dir mal, also um Gottes Willen, ja. Aber ich wollte einfach nicht so aussehen. Aber was hat dich gestört? Weil alle dünn waren und ich nicht. Ich Ach hatte halt so. einfach schon immer mehr als die anderen. Dann war ich klein, was mich ja optisch immer noch dick, immer mehr aussehen lässt als jetzt vielleicht die Aggie mit 1,68 oder 1,70, wie will, 78. 68. 68 mit ein, ja, knapp 1,70, weißt du, also irgendwie völligst durch. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, nein. Und also weißt du, so, das war jetzt eine und die Ausraster waren nochmal pubertätsmäßig, andere so Wutausbrüche. Aber er hat mich auch nie in so eine Therapie oder sowas geschickt, weil es immer sagen will, wollte. Also sie hat immer, sie hat es gut gemeint, sie hat es nicht böse gemeint. Er hat immer gesagt, wenn ich dich da hinschicke, dann stempeln dich alle als Psycho ab und dann kannst du niemals deinen Beruf lernen mit Tanzlehrer. Wobei das ja gar nichts. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber jetzt Ja, bin ich ja. 32, vor 17 Jahren war das aber so. Ja, das stimmt schon. Heute sagt jeder zu mir, wenn ich mit denen spreche und sage, ach, ich weiß gar nicht, ich habe zu Hause ein Problem, da sagt jeder zu dir, geh mal zum Psychologen. Also die um mich drumherum Ja. sind dann jetzt schon ein bisschen lockerer, ne, im Vergleich zu damals. Ja. Ich kann ja so sagen, ich habe ja die Erfahrung gemacht. Ja, ist auf jeden Fall so. Ja. Wir Das können ist ja jetzt so eine heute. Art Therapiesitzung draus machen, so wie ich das die ganze Sache sehe, so langsam. Ich habe da noch so ein paar Impulse. Können Wir wir machen uns ja mal für, eine mit der Agi. ja, das Mach können wir uns dann so ja einen für, ganzen Kurs mit uns. können wir ja für den nächsten Podcast uns aufheben. Die Impulse, Ja. ja bitte, die musst du aufschreiben. Wir Ja, müssen die durchsprechen. ich hatte ja auch schon mal das Thema reingeworfen, dass ich mal sowas machen wollte, gern auch mal so mit Migration und diesen ganzen Hintergründen. Da Können muss wir ich mich machen. auch mal miteinander auseinandersetzen. Können wir machen. Ein Konglomerat an Wahnsinn. Ja. Aber ich würde sagen, wir reden auch schon lang genug. Will jemand noch abschließend was sagen? Die Agi soll noch was sagen, abschließend. Ich, Ja. ja, danke. Ich soll noch was sagen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall spannend, interessant. War auch schön, mich so ein bisschen mit euch mitzuteilen. Und ich habe so das Gefühl, es geht jetzt eigentlich erst los. Wir können jetzt noch so ein paar Stunden. Hatte ich aber auch. Aber Ja, ja. das stimmt. Also ich fand es auch sehr schön, sehr interessant und vor allem hoffe ich, dass der Podcast wirklich Menschen hilft, einfach mal eine andere Ansichtsweise zu haben, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, wenn sie einfach mal wieder blubbern und plabbern, einfach mal Hirn anschalten, das ist so mein Spruch, ne? Aber vielleicht auch einfach mal die Augen aufzumachen und auch einfach mal die Mitmenschen mehr wahrzunehmen. Also nicht immer so im eigenen Dunstkreis sich zu bewegen, sondern wirklich mal die Mitmenschen wahrzunehmen. Und ja, vielleicht für die Leute, die wirklich auch sich da erkennen in diesen Themen, die wir angesprochen haben, dass sie sich wirklich vielleicht mal Gedanken machen, dazu bewusst werden und sich Hilfe suchen. Oder natürlich auch gerne könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr was wissen wollt oder in den Kommentaren was schreiben. Und ja, ich fand es super schön, den Podcast mit euch. Und ja, die Agi hat mir schon noch ein paar Themen geschickt. Also wir werden uns öfter noch so sehen und über ein paar Themen diskutieren. Unser Ja. Special Guest. Ich beende jetzt mal die Aufnahme und sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Tschüssi.